Meine Damen und Herren, willkommen zu unserem heutigen humanistischen Salon im Format Forum der heißen Debatten zu Geschlechterfragen und den Verwirrungen, die sie auslösen. Eine temporäre Verwirrung, die uns als Veranstalter heimgesucht hat, liegt daran, dass uns Frau Professor Bruckmüller leider sehr kurzfristig, nämlich gestern Abend, krankheitsbedingt absagen musste. Das ist natürlich keine angenehme Situation, für Frau Bruckmüller nicht, der wir gute Besserung wünschen, und für uns als Veranstalter auch nicht. Sehr spontan hat sich nun Brynja Adam-Radmanic aus unserem Cortices-Team, die selbst Biologin und Wissenschaftsjournalistin ist und sich seit geraumer Zeit auch mit Gender-Debatten auseinandersetzt, bereit erklärt, hier auf dem Podium ein paar Diskussionsanregungen zu geben, damit hier nicht zwei Herren alleine sitzen müssen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall einen extra Applaus wert. Wer den humanistischen Salon kennt, weiß, dass wir unbequemen Themen nicht ausweichen, ja sie mitunter sogar suchen und dass wir dabei unterschiedlichen Argumenten zu ihrem Recht verhelfen wollen, aber Argumente sollten es schon sein. Heute werden also eine sozial aktive Biologin und ein Soziobiologe ihre Sichtweisen auf das Thema Geschlechterverhältnisse darstellen und sich darüber austauschen. Ein Streit muss daraus nicht werden, eine differenzierte Betrachtung ist unser Ziel. Es bekommt dem Thema gut, verschiedene Ebenen getrennt zu halten, etwa die beschreibende und die bewertende, die wissenschaftliche und die politische oder die natürliche und die kulturelle. Und sei es nur um Wechselwirkungen zwischen diesen Ebenen, dann umso präziser in den Blick nehmen zu können. Die Grundfrage, ob die beobachtbaren Geschlechterunterschiede angeboren oder anerzogen sind, ob sie also der natürlichen oder der kulturellen Ebene zuzuordnen sind, scheint nicht besonders spannend, wenn man sie so allgemein stellt. Denn dann lautet die Antwort natürlich beides. Die Spannung steckt dann im Detail. Ich würde gern zu Beginn drei Thesen in den Raum stellen, denen vermutlich die meisten zustimmen können. Erstens, man kann alles erforschen. Selbstverständlich auch Geschlechterverhältnisse, Rollenerwartungen und gesellschaftlichen Wandel. Und es ist grundsätzlich legitim, das zu tun. Zweitens, verschiedene Wissenschaften können sich nicht nur durch ihre verschiedenen Gegenstandsbereiche, sondern auch durch spezifische Erkenntnisinteressen und daraus resultierende Untersuchungsmethoden bei ein und demselben Gegenstand voneinander unterscheiden. Und drittens, solange die Unterschiede nur von dieser Art sind, kann noch gar kein echter Widerspruch zwischen den verschiedenen Zugängen auftreten, eben weil sie von verschiedenen Dingen handeln. Wir werden sehen, inwieweit sich diese Thesen in der Debatte bewähren. Nun jedoch zur genaueren Vorstellung unserer Podiumsgäste. Ich beginne mit Brynja Adam-Radmanic. Nach Geburt in Island und Kindheit in Norddeutschland, Abitur in Bremen und Abstecher nach Berlin, führte sie das Leben zum Biologiestudium nach Konstanz und Erlangen. Als Diplombiologin wurde sie journalistisch tätig, unter anderem in den beiden Nürnberger Tageszeitungen, der Süddeutschen, dem Physikjournal und besonders beim Laborjournal, einem Magazin für Biowissenschaftler. Seit 2010 betreibt sie den Blog Wissensküche, der die Bezüge zwischen Biologie und Gesellschaft aufgreift und dabei Kontroversen so behandelt, dass rationale Standards auch dort eingehalten werden, wo erhitzte Interessengruppen dies mitunter vermissen lassen. Für das Team Cortices liefert sie regelmäßig Berichte über den Humanistischen Salon Nürnberg im Humanistischen Pressedienst HPD. Auf der anderen Seite Herr Professor Eckhard Voland, wurde nach einem Studium der Biologie und Sozialwissenschaften an der Georg-August-Universität Göttingen mit einer Arbeit über das Sozialverhalten von Primaten promoviert und habilitierte sich später im Fach Anthropologie. Nach einem Aufenthalt am University College London war er 20 Jahre lang als Professor für Philosophie der Biowissenschaften
an der Justus-Liebig-Universität Gießen tätig, bis zu seiner Emeritierung 2015. Seine Forschungsinteressen liegen neben Themen der Biophilosophie wie etwa evolutionäre Ethik, evolutionäre Ästhetik und evolutionäre Religionswissenschaft, auch in den Bereichen evolutionäre Anthropologie und historische Demografie. Eckhard Voland, das sage ich so ungeschützt, ist der Großmeister der Soziobiologie in Deutschland. Er ist darüber hinaus Beiratsmitglied der Giordano-Bruno-Stiftung für Aufklärung und Humanismus seit deren Bestehen und Mitglied der Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt. Das nicht seit deren Bestehen, die besteht seit 1754. Gut, nun folgen also die beiden Eingangsstatements. Das ist ja der übliche Ablauf in unserem Forum heißer Debatten. Die beiden Diskutanten stellen zunächst jeweils so eine Viertelstunde lang ihre Grundpositionen, ihre Grundfragen, auch ihre Antworten auf diese Grundfragen dar. Dann gibt es ein kleines Ping-Pong-Spiel sozusagen auf dem Podium. Dann ist nochmal Pause, wo diejenigen, die ein oranges Bändchen erworben haben, nochmal zum Buffet gehen können. Und nach der Pause geht die Diskussion dann weiter und dann kann dann auch Fahrt aufnehmen, selbstverständlich mit Ihrer Beteiligung. Wir hatten uns im Vorfeld verständigt, dass es günstig wäre, wenn Eckhard Voland mit seinem Statement beginnt, anschließend dann Brünja Adam Radmanitsch das Ganze ergänzt. Auf geht's. Eckhard, du hast das Wort. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Und danke dir, lieber Helmut, für die freundliche Vorstellung und Einführung. Und ich freue mich sehr, heute hier sein zu können, weil die Gender-Debatte ja ein Unternehmen ist, was offenbar keine Sättigung kennt. Man kann immer und immer wieder drüber reden und jedes Mal lernt man noch ein bisschen was Neues. Ob wir wirklich zu einem Streit kommen werden, bin ich mir gar nicht so sicher, denn wir haben ja zwei Biologen auf dem Podium. Ja? Ich hatte an sich damit gerechnet, sozusagen ein bisschen mehr von der sogenannten Gegenseite vor mir zu haben, um den Streit dann auch möglicherweise ausbauen zu können. Aber vielleicht erinnern Sie sich noch, es ist gar nicht so lange her, da wurde das Unwort des Jahres 2017 gewählt. Wissen Sie noch, welches das war? Richtig. Und damit sind wir mitten in der Gender-Debatte. Und wenn Sie nicht wissen, wovon ich rede, empfehle ich den Artikel im vorletzten Spiegel, wo es über Frauen, Männer und anderes ging. In diesem Artikel ist zu lesen, dass bei Facebook, wenn man dort seinen Account einrichtet, man wählen kann zwischen 60 Geschlechtern, die man einnehmen möchte. In demselben Artikel wird zitiert eine Gender-Aktivistin mit den Worten: Ich glaube nicht an biologische Geschlechter. Ist es eine Frage des Glaubens oder eine Frage des Wissens? Ich vermute mal, dass die Dame, die das gesagt hat, gar nicht meinte, dass sie nicht an Geschlechter glaubt. Sie glaubt nicht an die Bedeutung der biologischen Geschlechtlichkeit für Geschlechterrollen. Ich glaube, das war der Kern ihrer Aussage. Aber das ist ein wesentlicher Unterschied. Und wie ich hoffe, gleich darstellen zu können, wäre auch das nicht ganz richtig. Also wenn man in die Debatte eintaucht, wird man erstmal erschlagen von vielen alternativen Fakten. Und als Wissenschaftler hatte man erstmal das Bedürfnis, ein bisschen Ordnung zu schaffen. Und deswegen würde ich ganz gerne meine einführenden Worte so strukturieren, dass ich beginne, etwas Faktisches zu sagen, von dem ich hoffe, dass wir darüber nicht streiten müssen, weil das nach heutigem Stand der Dinge die wissenschaftliche Grundlage für die Biologie schlechthin ist. Aber weil wir ja diese Fakten verschieden beleuchten wollen von zwei verschiedenen Seiten, kann es nicht überraschen, dass beide Seiten, sowohl die Biologen als Biologisten und auch die Gender, wie soll man sie nennen, Gender-Wahnsinnigen, wenn ihr von Gender-Wahn die Rede ist, kann man ja auch sagen, die Gender-Wahnsinnigen, dass sie Irrtümer begehen. Und ich möchte ganz gern ganz kurz aufführen, wo die Irrtümer dieser beiden Seiten liegen, um dann zum Schluss anzudeuten, wieso diese Irrtümer in die gesellschaftliche Debatte einfließen und dort möglicherweise eine Rolle spielen, die
man vielleicht gar nicht unbedingt möchte. Beginnen wir mit dem Faktischen. Aus biologischer Sicht besteht keinerlei Zweifel daran, dass wir Menschen zweigeschlechtlich sind. Und nicht etwa 60-geschlechtlich und auch nicht 37-geschlechtlich und auch nicht eingeschlechtlich und auch nicht ungeschlechtlich, sondern wir sind zweigeschlechtlich. Es gibt aber 4 verschiedene Methoden, die Geschlechtlichkeit zu bestimmen. Von daher würde ich als Kompromiss anbieten, wir unterscheiden mal 4 Geschlechter bei den Menschen. Die erste Methode, ein Geschlecht zu bestimmen, geht natürlich, wissen Sie alle, über die Chromosomen. Es gibt diese beiden Geschlechtschromosomen, X und Y, in jener Kombination ist man männlich oder weiblich. Aber das besagt überhaupt noch gar nichts, weil das Y-Chromosom praktisch inhaltsleer ist. Es sind kaum Gene drauf und es ist nicht dafür verantwortlich, dass sich Männer und Frauen als Kinder, also als Erwachsenenalter und vorher als Kinder, irgendwie unterscheiden in ihrem Denken, Fühlen, Handeln. Hat sicherlich nichts zu tun primär mit den Geschlechtschromosomen. Das zweite Geschlecht ist das sogenannte gonadale Geschlecht. Was ist damit gemeint? Etwa den im ersten Trimester der Schwangerschaft wird das Y-Chromosom aktiv. Es schaltet als eine Art Kippschalter einen Entwicklungsgang ein, der dann zu einer männlichen Entwicklung übergeht. Ist dieser Impuls nicht gegeben, weil das Y-Chromosom fehlt, wird der weibliche Grundbauplan von Säugetieren auch bei uns Menschen fortgesetzt. Man kann erwarten, dass bei der Geburt man es mit einem Mädchen zu tun hat. Aber wenn das Y-Chromosom da ist, wird umgeschaltet, die Gonaden werden angelegt und da kann man unterscheiden, welche Gonaden hat der Embryo, dann kann man sagen, männlich oder weiblich. Aber auch das trägt noch nicht viel bei zur Unterscheidung von Männern und Frauen im Erwachsenenalter, weil wir dann zu dem dritten Geschlecht kommen. Und jetzt wird es interessant. Die dritte Methode der Geschlechtsbestimmung ist das hormonale Geschlecht. Denn die Gonaden produzieren Sexualhormone und die wirken strukturierend und strukturbildend auf das Gehirn ein. Die Hoden der Jungen produzieren Androgene und die formen im Gehirn eine etwas andere Art der entsprechenden Module, als dies beim Mädchen passieren würde, die diese Androgene nicht haben. Nun gibt es folgenden Fall. Die Androgene, die produziert werden von den Hoden, können von dem Embryo nicht verarbeitet werden, weil ein Enzym fehlt. Das bedeutet, dass die primären Geschlechtsorgane nicht so ausgebildet werden, wie man es erwarten würde. Und das bedeutet auch, dass die Gehirndifferenzierung nicht in dem Maß erfolgt, wie das in den Lehrbüchern der Physiologie normalerweise erklärt wird. Denn entsteht bei der Geburt ein gewisses Rätselraten über die Geschlechtszugehörigkeit. In aller Regel werden diese Menschen dem weiblichen Geschlecht zugeordnet und werden noch als Mädchen erzogen, bis dann um die Pubertät herum die eigenen Androgene produziert werden, auch verarbeitet werden können. Und siehe da, aus den erzogenen Mädchen werden auf einmal Jungen, die männlichen Geschlechtsorgane bilden sich heraus, der Hoden senkt sich ab und so weiter, der Penis entsteht. Und dann verhalten sich diese Jungs auch wie Jungens. Bitte verschonen Sie mich jetzt davon zu erklären, was das eigentlich genau sein soll. Aber ein Verhaltenskontrast ist ganz offensichtlich da. Und es hat historisch viele Versuche gegeben zu sagen, hört mal zu, du bist als Mädchen erzogen worden, wir möchten dich als Mädchen behalten. Wir möchten an sich gar nicht, dass du jetzt Junge wirst. Aber diese Überredungskünste der Eltern sind meistens gescheitert, weil der innere Antrieb, denn doch männlich sein zu wollen, so stark war, dass man dem auf jeden Fall nachgehen sollte. Also hier haben wir eine erste Differenzierung zwischen den Geschlechtern und wohlgemerkt zur Erinnerung. Die Differenzierung wird im zweiten Trimester der Schwangerschaft angelegt durch die Wirkung der Androgene auf die Gehirnentwicklung. Und dann haben wir schließlich als vierte Methode der Geschlechtsbestimmung die Genitalien. Das ist das, was bei der Geburt erfolgt, das sogenannte Hebammengeschlecht. Ja, kann man sehen, männlich oder weiblich. Also 2 Geschlechter, 4 Methoden, das Geschlecht zu bestimmen. Und das geht nicht immer Hand in Hand. Da gibt es Brüche drin, aus besonderen Entwicklungsmöglichkeiten. Und das führt ein bisschen zur Verwirrung.
Aber damit nicht genug. Jetzt haben wir noch zwei Methoden der Geschlechtsbestimmung. Aber die setzen nachgeburtlich ein. Und jetzt sind wir bei der Gender-Debatte. Ich nenne diese beiden Geschlechter das subjektive Geschlecht und das soziale Geschlecht. Das subjektive Geschlecht hängt zusammen mit der Herausbildung der Ich-Identität von Kindern etwa im zweiten und dritten Lebensjahr. Und wenn die Kinder anfangen, ein Ich-Gefühl zu entwickeln, ein Ich-Bewusstsein zu entwickeln, geht damit auch Hand in Hand das Wissen um das eigene Geschlecht. Ist man Mädchen oder ist man Junge? Im Normalfall. Und das hat ungeheure Konsequenzen, weil die Entwicklungspsychologie inzwischen eine ganze Reihe von Befunden vorgelegt hat, aus denen hervorgeht, dass die Jungen und Mädchen sehr genau wissen, was sie sind und danach sehr selektiv mit der Information umgehen, die sie aus der Umgebung erfahren. Ja? Also eine gleiche Erfahrung wird oder kann von Jungen und Mädchen unterschiedlich verarbeitet werden. Und dann nützt es nichts, wenn sie ihrem Mädchen Panzer und Bagger zum Spielen geben und ihren jungen Puppen zum Spielen geben. Sie werden nicht im Sinne einer Dressur hier irgendwas verändern können. Ja? Die Kinder wissen, ob sie männlich oder weiblich sind und werden danach ihre Präferenzen haben und ausleben. Man spricht in der Entwicklungspsychologie auch von einem Phänomen der Selbstsozialisation. Ja? Also man entwickelt sich, indem man selektiv das nutzbar macht, was man gebrauchen kann für die eigene Entwicklung. Und dann haben wir viertens und zum Schluss das soziale Geschlecht, was dadurch entsteht, dass die Gesellschaft oder die Familie oder wer auch immer sagt, wie man sich zu verhalten hat. Man hat Erwartungen an das, was Männer tun sollen und Erwartungen an das, was Frauen tun sollen. Und da unterscheiden sich die Kulturen, wie wir wissen, teilweise sehr deutlich voneinander. Meine Botschaft ist die, dass wir über diese Selbstteilung des Zugangs jetzt auch wissen, was Biologisten sind und was Genderwahnsinnige sind. Die Biologisten sind diejenigen, die nur die ersten vier Entwicklungsstufen in der Geschlechtsidentität ernst nehmen und die kulturellen und familiären Einflüsse entweder ganz leugnen oder marginalisieren. Die würden sagen, so wie wir das vorfinden, ist das immer schon so gewesen, ist es stabil und robust. Und das ist natürlich hanebüchen falsch, weil die Geschlechterrolle natürlich kultursensibel ist, aus verschiedenen evolutionär begründbaren Hintergründen. Und die extreme Position in der Genderforschung ist genau das Gegenteil. Das ist die Position, wir leugnen mal die Positionen 1 bis 4, wir gehen mal gleich mit der Position 5 ins Rennen, also mit der Geburt und der Zuweisung von Erwartungen an die Kinder. Wer soziales Geschlecht, also Gender, gegen das biologische Geschlecht ausspielen will, ist mindestens einäugig. Ich würde sagen, er oder sie ist blind, ja, weil sie die Mechanismen der Entwicklung von Geschlechtsidentität nicht richtig begreifen. Das sollte das Faktische sein. Kommen wir zu den Irrtümern. Beide machen Irrtümer. Ein Irrtum habe ich eben schon genannt, nämlich den großen Irrtum der Biologisten, die nicht richtig verstehen, dass geschlechtliche Differenzierung nur zum Teil zu tun hat mit Reproduktion, im engeren Sinn. Ginge es nur ums Kinderkriegen, könnten wir das so machen wie die allermeisten Primaten, wie unsere Vorfahren. Wir haben irgendwann mal eine Brutsaison, dann ist großes Tamtam und großes Halligalli und für den Rest des Jahres haben wir unsere Ruhe und wir bräuchten keinerlei Geschlechtskämpfe mehr zu führen und wir hätten keinerlei Probleme mehr. Aber das ist ja nicht so. Unsere Geschlechtlichkeit begleitet uns rund ums Jahr, ohne Pause, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, aber es ist immer da. Und es hängt damit zusammen, dass Geschlechterrollen, Geschlechtsdifferenzierung auch zu tun hat mit sozialen Kooperationsproblemen. Ja? Man braucht einander, nicht nur wegen des Kinderkriegens, sondern aus verschiedenen Gründen, also der Sicherung von Nahrungsgrundlagen und vielen anderen Dingen mehr, über die Soziobiologen ganze Bücher schreiben können. Und das nicht zu erkennen, ist der Fehler der Biologisten, die sehr deterministisch, sehr monokausal denken in diesem Punkt. Das ist relativ einfach. Jetzt kommen wir zu den Fehlern der extremen Gender-Position. Und da habe ich wesentlich mehr zu erzählen. Und der erste Fehler ist der,
dass der Satz Geschlechter wären konstruiert entweder trivial ist oder falsch. Trivial ist er, weil jegliche Form von Bedeutung konstruiert ist. Weil Bedeutung entsteht nur im Gehirn, nicht außerhalb des Gehirns. Und ein Geschlecht als solches hat keinerlei Bedeutung. Ja? Wir bilden uns unsere Meinung dazu und dann konstruieren wir die Bedeutung des Geschlechts. Aber bitteschön, wir konstruieren keine Geschlechter. Es gibt nur zwei, glaubt es mir, es gibt nur zwei. Und auch notwendigerweise nur zwei. Kann man in Modellen gut darstellen, dass es nur zwei sind. Der Fehler besteht darin, dass diejenigen, die von der Konstruktion der Geschlechter reden, nicht unterscheiden können zwischen dem, was Philosophen eine epistemische Konstruktion der Geschlechter und die ontologische Konstruktion der Geschlechter nennen. Aber ich glaube, Ihnen ist klar geworden, was ich damit meine. Es geht um die Konstruktion von Bedeutung, aber nicht um die Konstruktion des Faktischen. Der zweite Fehler der extremen Position in der Genderforschung habe ich schon angedeutet. Es wird nicht beachtet oder nicht ausreichend beachtet, dass es Regeln der Konstruktion gibt und Grenzen der Konstruktion. Gut, einverstanden, wir konstruieren die Geschlechterrollen. Kommt die Frage danach, nach welchen Regeln eigentlich? Wer hat die erfunden? Wo kommen die eigentlich her? Und da würde ich als Biologe sagen, die Regeln der Konstruktion sind Gehirnfunktionen, die natürlich auch ihre Naturgeschichte hinter sich haben. Wir konstruieren nicht im Sinne eines launenhaften Kreationismus, dass wir entscheiden könnten, wie was zu sein hat, sondern wir konstruieren nach Regeln, die sich mit der Artgeschichte von Homo sapiens sapiens eng verbinden lassen. Ich habe das schon kurz angedeutet. Diese Regeln hängen auch damit zusammen, dass die Kinder in dem Punkt sehr autonom sind und das Wissen sehr selektiv für sich nutzbar machen. Der dritte Punkt ist der mit Bezug auf das soziale Geschlecht. Ja, einverstanden, natürlich hat die Gesellschaft einen Einfluss auf Geschlechterrollenzuweisung. Wer wollte das denn leugnen? Das ist auch verhaltenswirksam, keine Frage. Aber wenn das denn so wäre, wie die Genderforschung sagt, dass die Gesellschaft die Individuen und ihre Geschlechterinterpretation prägt, frage ich nach, wer oder was prägt eigentlich die Gesellschaft? Haben wir es hier mit einem gesellschaftlichen Kreationismus zu tun? Ex nihilo, wird etwas gemacht? Nein, natürlich nicht. Ja, wir stehen in einer langen Tradition der Menschheitsgeschichte und hier spielen auch wieder evolutionäre Einflüsse eine ganz große und wesentliche Rolle dafür, welche Aspekte unserer alltäglichen Lebenspraxis wir nach welchen Regeln konstruieren und welche gesellschaftlichen Einflüsse wir zulassen. Denn als heranwachsendes Mädchen, heranwachsender Junge, weiß ich auch früher oder später, was ich wissen muss, um in dieser Gesellschaft gut über die Runden zu kommen. Ich will nur ein paar Dinge kurz andeuten. Wenn Sie das möchten, können wir das näher in der Diskussion vielleicht vertiefen. Sonst muss es bei der Andeutung bleiben und ich verweise auf die entsprechende Spezialliteratur. Zum Beispiel die Frage, wie opportunistisch oder selektiv soll ich eigentlich meine Sexualbeziehungen einrichten? Männer und Frauen unterscheiden sich in dem Punkt. Männer sind opportunistischer, Frauen selektiver. Und kommen Sie mir bitte nicht mit dem Hinweis auf Kulturvergleich. Es gibt natürlich Gesellschaften, die gekennzeichnet sind durch einen hohen Grad an sexueller Freizügigkeit, auch was Frauen betrifft. Aber auch hier ist sozusagen diese Polarisierung zwischen Selektivität versus Opportunismus nach wie vor da und darstellbar. Der zweite Punkt, also als Beispiel, Männer haben ein Abgleichproblem, was evolutionär gegeben ist und das wird in jeder Verfasstheit der gesellschaftlichen Praxis neu durchdacht und neu reflektiert. Es ist das Abgleichproblem zwischen Paarungs- und Elternaufwand. Soll ich als Don Juan durch die Welt gehen, versuchen möglichst viele Frauen für mich zu gewinnen, meinen Charme voll entfalten oder soll ich doch lieber
eher der Familienmensch sein, der sich fürsorglich um seine Kinder kümmert. Beides zugleich geht nicht, jedenfalls nicht unendlich lange gut. Auch Frauen haben ihr Abgleichproblem, welches aus der Tiefe der Evolution kommt. Und auch dieses Abgleichproblem wird ständig neu verhandelt und wird in den vielen Kulturen, die wir haben, jeweils unterschiedlich gelöst. Das Abgleichproblem besteht darin, soll ich bei der Partnerwahl auch auf Ressourcen des Mannes achten oder eher auf das, was Biologen Good Genes nennen, also gute Gene. Ist der Mann körperlich gut fit? Hat er die Wahrscheinlichkeit, dass er ein gutes Immunsystem weitergeben kann an meine Kinder? Da spielen vielleicht Ressourcen nicht so die ganz große Rolle. Und wir alle kennen die großen Werke der Weltliteratur, wo dieses Problem endlos debattiert wird. Ich erinnere an Effie Briest, die gut versorgt war mit ihrem Offizier. Und dann kam auf einmal der dunkelhaarige Lover und hat sie verführt oder wollte sie verführen, wie auch immer. Und dann wurde auf einmal neu justiert, wo bin ich eigentlich in meinem Leben? Ja, Sie kennen die Geschichte. Und etwas, was viele nicht sehr gern hören, das weiß ich aus den Vorlesungen mit jungen Studierenden, vor allem die Studentinnen, sind regelmäßig empört, wenn ich das sage. Aber auch das, was wir überhaupt gar nicht mögen und was im Moment den großen Aufschrei anspeist, nämlich sexuelle Gewalt, alternative Taktiken, hat natürlich die Wurzeln letztendlich in der Stammesgeschichte, weil hier Männer etwas ausspielen können, was sie natürlich nutzen unter bestimmten Bedingungen. Und schließlich und drittens, ein weiterer Punkt ist die Eifersucht. Männer und Frauen können gleichermaßen eifersüchtig sein, aber die Psychologie der Eifersucht ist eine ganz andere. Die Mechanismen sind anders. Frauen fahren ihre Eifersucht dann besonders hoch, wenn sie das Gefühl haben, ihren Partner emotional verlieren zu können. Und Männer fahren dann ihre Eifersucht hoch, wenn sie das Gefühl haben, dass die Frau fremdgehen könnte. Es geht in jedem Fall um den Verlust reproduktiver Ressourcen. Aber die Anlässe sind vollkommen andere. Und die Gründe dafür sind eben evolutionären Ursprungs. Also, Sie sehen, wenn man reintaucht in die Details, kommt man doch wieder letztlich zu biologischen Fragen, die sich evolutionär verankern lassen. Fazit dieses Bereichs: Nehmen Sie Abstand von der Idee eines kulturellen Kreationismus. Konstruktion ja, aber bitte nicht ex nihilo. Ja, vielen Dank, Eckhard Voland. Dieses Eingangsstatement hat bereits markante Thesen enthalten. Das haben, denke ich, alle gemerkt und das ist ja auch gut so. Wir kommen zum zweiten Eingangsstatement. Brynja, leg los. Also, hallo alle zusammen. Ich finde es auch sehr schade, dass Professor Brückmüller nicht kommen kann, weil uns die Gender-Perspektive doch dann fehlt. Wir werden viel Gemeinsamkeiten haben in unseren Ansichten, aber ich möchte doch irgendwie zeigen, dass nicht nur die wissenschaftliche, sondern auch sozusagen die politische Perspektive dabei wichtig ist. Ich beschäftige mich schon länger damit, dass es Spannungen gibt zwischen biologischen und sozialen Erklärungen für Geschlechterverhalten und vieles davon ist auch schon in Artikel eingeflossen. Ich bin mir aber sehr bewusst darüber, dass als Biologin, dass es heikel, also biologische Erklärungen heikel sind und dass wir zu Recht misstrauisch sind gegen biologische Erklärungen, weil die Biologie einfach dunkle Kapitel politisch hat. Wir haben eine Ideologisierung und einen Missbrauch von biologischen Erklärungen gesehen, nicht nur was Rassismus angeht, sondern auch was Sexismus angeht. Vor der Aufklärung vor allem haben wir bei einer Unterlegenheit, wenn die Unterlegenheit der Frau gezeigt werden soll, hieß es, Gott will das so. Ab der Aufklärung war das zunehmend so, dass wissenschaftliche Erklärungen gegeben wurden, dass gesagt wurde, aufgrund, keine Ahnung, weil wir einen Uterus haben, ist unser Denken beeinträchtigt. Das ist natürlich... aus heutiger Sicht sehen wir, dass das pseudowissenschaftliche Erklärungen sind, aber sie wurden als wissenschaftlich und als hochmodern angesehen. Und hier ist es wichtig, sich klarzumachen, dass die Frauenbewegung da wichtig war, dass als pseudowissenschaftlich
zu entlarven eigentlich. Und dass auch heute noch feministisch geprägte Wissenschaftsrichtungen Wichtiges dazu beitragen können, das einmal das historisch aufzuarbeiten, aber auch aktuell zu zeigen, wo Diskriminierung heute noch stattfindet. Von daher ist das Bild für mich zwiegespalten. Ich sehe als Biologin, dass eben die Genderforschung die Tendenz hat, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Aber ich sehe auch sozusagen historisch und auch heute noch Aufgaben für diese Gender-Richtung. Also zwiegespalten, indem ich sage, die Wahrnehmung, also aufzudecken, dass die Biologie ideologisiert werden kann, das anzuprangern, ist gut und wichtig. Aber die Biologie selber als sexistische Ideologie darzustellen, ist, empfinde ich als schlecht. Und auch das passiert, also, und das muss angesprochen werden. Und das ist, von daher nehme ich jetzt eher eine politische Position ein, da also möchte aufklären über diese politische Dimension, dass wir beides brauchen. Also wir brauchen die Genderforschung, aber wir brauchen auch die Kritik an der Genderforschung, wo sie über den Punkt der Nützlichkeit hinausgeht. Also ich kenne Sozialwissenschaftler, die mir stolz erklären, dass biologische Erklärungen aus ihrem Fachgebiet mit den alten Professoren verschwunden sind. Und die erstaunt sind, wenn ich ihnen signalisiere, dass ich das problematisch finde. Sie denken, das ist die Lehre, die wir ziehen müssen aus der Nazi-Zeit, aus der Übermacht reaktionärer Kräfte in der Wissenschaft, dass das die richtige Lösung ist, dass die biologischen Erklärungen aus Sozial- und Geisteswissenschaften verschwinden. Und ich argumentiere dann immer, dass wir aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts nicht nur das ziehen sollten, sondern auch gucken sollten, was ist passiert auf der anderen Seite des politischen Spektrums. Wir haben ja genau der gleichen Zeit, in der in Deutschland die Eugenik immer beliebter wurde, haben wir in Russland nach der Oktoberrevolution genau den umgekehrten Weg gehabt. Und da schüttete man auch das Kind mit dem Bade aus. Dann hat man nicht nur die Eugenik abgeschafft, sondern die Genetik gleich mit. Und hat gesagt, die ist bürgerlich, reaktionär, faschistisch. Und das, was heute in den Biologiebüchern steht, Mendel und Co., als unstrittiger Teil biologischen Grundwissens, galt da als feindliche Propaganda, als bürgerliche, bourgeoise Propaganda. Und deswegen müssen wir aus dem ganzen Umgang mit der Biologie im 20. Jahrhundert, nicht nur dem Missbrauch, sondern auch der völligen Ablehnung von biologischen Sachen lernen irgendwie. Also wenn man sich anguckt, dass dann dort in der Wissenschaft Leute aufstiegen, die auch Pseudowissenschaftler waren, genauso wie die Eugeniker in Deutschland waren das auch Pseudowissenschaftler, die aber genau das Gegenteil behaupteten, nämlich dass Gene nichts sind und völlig irrelevant sind und was mit dazu beigetragen hat, dass in der Landwirtschaft gedacht wurde, irgendwie, man kann Weizen in Roggen umwandeln, wir brauchen nur die richtigen Einflüsse, Umwelteinfluss. Umwelt ist alles, Gene sind nichts. Und das hat mit zu Hungersnöten und wirklich schlimmen Dingen geführt. Wenn wir aus beiden Fehlern also lernen, heißt es für mich irgendwie, dass ich mich frage, hat alles, was ich denke und tue, mit meiner Biologie als Frau zu tun? Ist alles, ergibt sich zwingend aus Chromosomen, Genen, Hormonen, Hirnstrukturen? Natürlich nicht. Aber ist umgekehrt alles, was ich denke und mache, völlig unabhängig von dem Einfluss meiner weiblichen Geschlechtshormone? Sicherlich auch nicht. Wir brauchen die Offenheit für beide Möglichkeiten, nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch von, wie wir das gesellschaftlich und persönlich angucken. Und da sehe ich im Moment, dass das Pendel zu weit in die Alles-ist-Umwelt-Richtung ausgeschlagen ist in der politischen Diskussion. Die Wissenschaft oder auch politische Aktivisten
sozusagen eine Seite, eine bestimmte, also möchten nur über die biologischen Ursachen oder nur über die sozialen Ursachen reden. Das ist, dass wir sagen, das ist beides wichtig. Aber wir fragen nach Evidenz. Wir fragen nicht nur bei den Biologen nach Evidenz wegen der ganzen rechten Geschichte, sondern wir fragen auch bei den bei der Gender-Fraktion nach Evidenz und sagen, zeigt mir das empirisch, dass es so ist. Und was ich noch wichtig finde, ist ein Missverständnis, was ich oft auch in Diskussionen mit Leuten habe, irgendwie die eher sozusagen die, über die Umwelt nur reden wollen, ist, dass selbst wenn wir sagen, irgendwas ist ein biologisches, ist ein biologisches Programm, das heißt nicht, dass wir nichts daran ändern können. Das ist ein sehr verbreitetes Vorurteil. Es ist nämlich so, dass wir ja, also um ein Beispiel zu nehmen, ist, dass wir natürlich als Menschen auch Säugetiere sind. Das heißt irgendwie, dass das Stillen unseres Nachwuchses irgendwie biologisch vorgesehen ist. Und damit auch eine enge körperliche und emotionale Nähe zwischen Mutter und Kind. Dass es aber nicht heißt, dass Kinder nicht gesund groß werden können ohne Stillen. Und das ist genau der Punkt. Irgendwie, wenn wir aber sozusagen sagen wollen, wir wollen uns in bestimmten Punkten von der Biologie emanzipieren und sagen, ich möchte sozusagen die Freiheit, voll berufstätig zu sein und kann nicht mich gleichzeitig um mein Kind kümmern, zum Beispiel, oder die Mutter ist bei der Geburt gestorben und ist nicht da, irgendwie, wie können wir das sozusagen am besten ersetzen oder irgendwie machen, dass das Kind genauso gut groß wird? Dann müssen wir, das ist das Interessante, wenn wir ändern wollen irgendwie und Emanzipation von Natur machen wollen, müssen wir sehr viel über die Natur und die Biologie wissen. Also wir müssen sehr genau wissen irgendwie, was braucht das Kind biologisch irgendwie zum gesund groß werden in dieser von emotional und biologisch, also zum Beispiel, was sind die Inhaltsstoffe der Muttermilch, die ein Kind dringend essentiell braucht, um gesund groß zu werden, oder was ist sozusagen in den frühkindlichen Beziehungen genau irgendwie, was passiert da biologisch, was erwartet das Kind sozusagen biologisch, um gesund groß zu werden. Und das ist der Punkt irgendwie, dass wir eigentlich, also wenn wir irgendwas gesellschaftlich ändern wollen, was biologisches Programm ist, müssen wir ganz viel über die Biologie wissen. Und das ist eigentlich das Kontraintuitive sozusagen. Wir können nicht einfach sagen, Biologie ist irrelevant. Also das ist nicht die richtige Lösung aus meiner Sicht. Ja, das ist erstmal der Anfang. Vielen Dank, Brynja. Nichts über die Biologie zu wissen, ist nicht die Lösung. Es überrascht nicht, dass auf einem Podium mit zwei Biologen das am Schluss des Statements steht. Ich darf vielleicht mit einer Rückfrage gegenüber Eckhard Voland beginnen. Du hattest ja sehr markant gesagt, dass es nur zwei Geschlechter gibt und dass man das auch in Modellen darstellen könne. Du hast das aber nicht weiter ausgeführt. Möchtest du das noch ein bisschen erläutern? Also an sich ungern, dann wären wir im Oberseminar der Biologie, aber man kann sozusagen Evolutionsmodelle bauen, in denen sich zeigt, dass die Geschlechtlichkeit der disruptiven Selektion unterliegt. Wenn Sie Keimzellen ins Leben schicken, haben die Keimzellen einen Vorteil, die nährstoffreich sind und lang leben, man nennt die auch Eier, oder die Keimzellen, die sehr beweglich sind und den Partner aufsuchen können, man nennt das auch Spermien. Eine dritte Möglichkeit wäre evolutionär chancenlos. Und deswegen gibt es halt nur diese beiden Geschlechter, nicht etwa mehr. Aber das ist, glaube ich, nicht ein wesentlicher Punkt, der hilft uns hier nicht weiter. Wenn ich schon das Wort habe, dürfte ich vielleicht doch eine Sache noch mal kurz thematisieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Zielvorgabe, wir wollen uns emanzipieren von der Biologie, eine gute Zielvorgabe ist. Ich persönlich möchte es nicht. Ich strebe Autonomie für mich an. Und Autonomie bedeutet, ich bin ich mit allem, was dazugehört, mit meinen Genen, Hormonen, meinem Geist und was weiß ich, meinen, warum muss man nicht vertiefen? Also,
Was gemeint sein könnte, ist, wir wollen uns emanzipieren von falschen Vorstellungen und falschen Bedeutungszuweisungen von biologischen Sachverhalten. Das wäre meine Zielvorstellung. Wir müssen anthropologisch begreifen, dass gewisse Funktionen zum Menschsein dazugehören. Wir können sie nicht abschaffen und wir sollten sie auch nicht abschaffen wollen. Aber an der Bedeutung kann man natürlich arbeiten. Und das, denke ich, ist letztlich ein durch und durch humanistisches Programm. Den Mensch zu verstehen von dem her, was ihn ausmacht, was ihn organismisch ausmacht. Und da gehören Geschlechtsunterschiede mit dazu. Sie nicht leugnen wollen, sie nicht abschaffen wollen, sondern ihnen eine Bedeutung zuweisen, die vom Ergebnis her für eine gerechte, faire Gesellschaft sorgt, wo beide Geschlechter natürlich ihre gleichberechtigte Rolle haben. Danke für die Klarstellung. Brynja, von der Biologie emanzipieren möchtest du dich ja auch nicht. Könnte man die Rolle der Biologie auch so formulieren, sie zeigt uns Mechanismen, die nicht immer bewusst sind und die gerade deswegen lehrreich sind und die deswegen auch interessant sind für die, die sonst auf einer gesellschaftlichen, auf einer sozialen oder auf einer politischen Ebene argumentieren. Ich denke daran, dass es ja auch sonst Phänomene gibt, bei denen wir durch das Studium von Mechanismen mehr lernen können. Ich denke etwa an die Debatte um die Willensfreiheit, wo sich das ja zunächst auch anders anfühlt, als dann etwa Neurowissenschaftler uns sagen, wie das im Gehirn abläuft. Wäre das für den Geschlechterdiskurs auch noch ein Argument zu sagen, schaut die Biologie an, die erklärt vielleicht manches, was ihr sonst so nicht wahrnehmt? Ich würde nicht in jedem Fall sagen, dass alles zu akzeptieren ist. Also dass tatsächlich sich sozusagen aus der Biologie nicht ergibt, dass wir sie akzeptieren müssen. Ich bin natürlich irgendwie der Meinung, dass es manche Sachen besser erklärt. Also dass das Beispiel des Stillens zum Beispiel nimmt. Also dass da ist irgendwie... Wenn man mit Leuten redet, irgendwie, die das als ihre eigenen, also dass sie sozusagen, wenn sie spüren, dass es irgendwie biologisches Programm in ihnen angeht, dass sie zum Beispiel das genießen, sich um ihre Kinder zu kümmern als Frau und dann darüber nachdenken, will ich nicht, dass irgendwie mehr Zeit da reinbringen, dass sie das, da muss man natürlich irgendwie gucken, irgendwie, wie ist man politisch drauf? Die sehr weit links und sehr für sehr progressiv Ideen stehen, meinen dann vielleicht, sie würden irgendwelche Ideen, dass das Patriarchat sie da dazu bringt irgendwie, irgendwelche Ideen, die sie unterbewusst irgendwie, dass das Patriarchat sie programmiert hätte, irgendwie da jetzt zu Hause bleiben zu wollen. Und da kann man natürlich sagen, es ist vielleicht nicht irgendwie von außen irgendwie eine große Verschwörung, sondern es ist etwas in dir selber. Und das heißt aber nicht, dass du dich nicht dagegen entscheiden kannst und sagen, mir ist das andere aber wichtiger. Also ich finde es ganz wichtig, dass man da offen eben für alle Erklärungsmöglichkeiten bleibt, um sich nicht irgendwie genauso auf der anderen politischen Seite, dass man sagt, irgendwie, ich muss aber irgendwie für die ersten 3 Jahre zu Hause bleiben, weil die Biologie hat das so vorgesehen. Und nicht sehen irgendwie, dass es natürlich Alternativen dazu gibt und dass es eher die konservative Meinung, also die konservative politische Haltung ist, die einen dazu bringt, irgendwie, dass man da keine Alternativen dazu sieht. Und da zu trennen, finde ich einfach sehr wichtig. Aber das heißt, man muss sowohl auf persönlicher wie auch als auf politischer Ebene über alle Möglichkeiten reden, also über alle Facetten des Themas. Und das vermisse ich gerade sehr. Mhm. Eckhardt, vielleicht nochmal nachgefragt, da es ja um die gesellschaftliche und um die politische Ebene geht und letztlich um die Frage, wie wollen wir leben? Du hattest bei der Freiheit der Konstruktion gesagt, die Konstruktionen haben, sie unterliegen Regeln und sie haben Grenzen. Könntest du das noch etwas präzisieren? Wie viel Freiheit im Konstruieren haben wir? Also ich kann das vielleicht an einem ganz einfachen Beispiel erläutern. Sie können natürlich für sich entscheiden,
ich möchte ein sehr abwechslungsreiches Sexualleben haben, was für jeden, also als Frau ist entscheidend, und was für jeden Mann bedeutet, dass er nicht sicher sein kann, ob die Kinder, die diese Frau gebiert, auch wirklich seine Kinder sind. Er wird sich deshalb von irgendwelchen Versorgungsansprüchen zurückziehen wollen und das der öffentlichen Hand übertragen oder wem auch immer. Wenn Sie also sich dafür entscheiden, eine Sexualrolle zu konstruieren für sich selbst, die auf eine liberale Auslebung der Sexualität setzt, haben Sie die Rechnung ohne die Männer gemacht, wenn Sie die nicht mit in Ihr Kalkül einbeziehen. Ja, das sind sozusagen Grenzen und Regeln des sozialen Miteinanders. Und im Kulturenvergleich sehen wir das sehr deutlich. Wir haben, wenn wir das mal so ganz linear darstellen, entweder Gesellschaften, die idealerweise perfekt monogam sind, und da werden sie ein ganz anderes Geschlechterverhältnis haben als in Gesellschaften, die sehr matrifokal organisiert sind, von denen es viele gibt auf der Welt, wo die Männer nicht die Rolle spielen wie in monogamen Gesellschaften. In diesen Gesellschaften sind die Männer keine Väter, sondern sie investieren in die Kinder ihrer Schwestern. Man nennt das auch Avunculat in der Sozialwissenschaft oder in der Anthropologie. Warum macht man das? Weil mit den Kindern der Schwester ist man in jedem Fall verwandt. Weil Vater, also ich und meine Schwester, haben auf jeden Fall eine gemeinsame Mutter. Ja? So fifthet fest. Alles andere ist unsicher. Und das sind Grenzen der Rekonstruktion. Sie können nicht sozusagen beides haben wollen. Ja? Was immer Sie verändern, irgendwie zahlen Sie dafür. Und dann ist die Frage, wo ist mein persönlicher Benefit? Was habe ich davon? Und wenn die Bilanz positiv ist, bitte sehr. Aber man sollte nicht vergessen, dass es auch Abzüge gibt in der Gewinnbilanz. Ja, da spricht der Soziobiologe. Brünja, ich darf noch mal nachfragen. Es waren ja schon Dinge angesprochen, die politisch entschieden werden. Also wie sind Versorgungsansprüche, wie ist das Unterhaltsrecht und sowas. Sowas wird ja politisch verhandelt. Mhm. Würdest du dir wünschen, dass bei solchen Themen biologische Argumente im öffentlichen Raum stärker zur Geltung kommen? Oder verwirrt das dann nicht mehr? Ja, also ich... Es ist aber immer die Gefahr, also dass also die biologische Argumente anführen in der politischen Diskussion, tun das meistens aus konservativen Gründen. Also das verkompliziert natürlich das. Also ich finde auch, dass das eine Rolle spielt, aber es ist doch zu beobachten, dass die sagen, zum Beispiel also wenn man jetzt sagt zum Beispiel, die Kinder haben ein Recht darauf, ihre biologischen Eltern zu kennen, das ist zum Beispiel relevant irgendwie, wenn man sagt, ein homosexuelles Paar will zusammen Kinder haben oder wir haben Frauen, die alleine Kinder kriegen, und da sind natürlich solche, das ist sozusagen, das geht überhaupt nur irgendwie, weil der Mann nicht biologisch dringend irgendwie benötigt wird, weil Mutter und Kind alleine funktioniert. Und es vermischen sich eigentlich immer dann irgendwie biologische und konservative Ideen. Wenn man zum Beispiel fordert, wir müssen unserer Biologie folgen, weil das ist der einzig wichtige, der richtige, der für uns vorgesehene Weg. Und sagen, alles, was biologisch ist, ist gut und richtig, dann sind wir sofort irgendwie in konservativen Denkmustern. Und ich habe da ehrlich gesagt auch für mich oft keine Lösung dafür, weil wenn ich Einwände zu mir zu progressiven Positionen formuliere, ich dann mich selber höre und denke, das klingt einfach nur konservativ. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine Lösung dafür, wie man das gut trennen kann. Oft klingt das automatisch konservativ. Also. Eckart, wie gehst du damit um, dass etwa durch Natürlichkeitsideale, wenn man sagt, naja, die Natur hat das eben so und so vorgesehen, man dann in ein, wie Brünja sagt, politisch konservatives Fahrwasser kommt, das durch wissenschaftliche Fakten gar nicht gedeckt ist?
Naja, sein und bedeuten sind zwei vollkommen verschiedene Sachen. Aber ich würde in einem Punkt doch nochmal vielleicht ein bisschen widersprechen. Historisch haben Sie vollkommen recht, das war so. Also wer auf Biologie verwiesen hat, hat auf Natürlichkeit verwiesen, das stammt von der konservativen Ecke. Aber ist das eigentlich immer noch so? Also ich habe sehr viele Stimmen wahrgenommen in der Debatte um die berüchtigte Herdprämie, wo junge Frauen gesagt haben, nein, es ist Teil ihrer Emanzipation, ihres Selbstbewusstseins und ihrer Autonomie und ihrer Selbstbestimmtheit, für eine gewisse Zeit zu Hause bleiben zu wollen, weil sie das Bedürfnis haben, Biologie hin oder Biologie her, mit dem Kind zusammenzuleben und die Nähe zu haben und den Erziehungsprozess zu begleiten und einzuleiten. Das ist nicht konservativ. Das ist hochgradig emanzipatorisch, weil es den Frauen eine Autonomie zuweist in einer modernen Gesellschaft. Also nicht immer sozusagen diese Schwarz-Weiß-Denken pflegen, wenn einer sich für das eine entscheidet, sei ja automatisch einer von gestern und konservativ und all das. Ja, das ist ein Denkfehler, den wir haben. Ja, ich bin sehr auch der Meinung, dass es auf Autonomie, dass nicht automatisch irgendwie Biologie abgelehnt werden muss, irgendwie, um zu zeigen, wie progressiv man ist. Also das ist auch der falsche Weg. Aber es gibt einfach viele Fragen irgendwie, wo ich merke irgendwie, wo sozusagen progressive Ideale und biologische Erklärungen für mich innerlich einfach in Konflikt miteinander stehen. Genauso wie es in der gesellschaftlich einfach auch der Fall ist. Gut, ich glaube, wir haben einen Zustand der Diskussion erreicht, bei dem es möglich ist, Pause zu machen. Und ich halte das auch für klug, denn wenn Ihre zahlreichen Fragen dann gestellt werden, dann wird die Debatte eine gewisse Eigendynamik gewinnen. Und das dann nochmal zu unterbrechen, wäre nicht schön. Deswegen machen wir jetzt eine Viertelstunde Pause, dann können Sie nochmal ans Buffet gehen. Sie können auch die Bücher draußen anschauen, zwei Titel von Eckhard Voland liegen dort auch. Auch der Hinweis auf die Tondienstleistungen von Jürgen Hübner, der biografische Mitschnitte anbietet. Da werden Sie draußen auch Informationen finden. Und in einer Viertelstunde machen wir hier weiter und dann werden die Meinungen aufeinanderprallen. Bis dann. Ja, ich bedanke mich, dass Sie die Plätze wieder eingenommen haben. Ich schlage vor, dass wir alle die Konzentration wieder hochfahren. Die Debatte, gerade bei strittigen Themen, ist die Königsdisziplin der Demokratie. Und wir werden nun in die Debatte einsteigen. Ich weise eingangs wie jedes Mal darauf hin, es wird gefilmt. Wer nicht gefilmt werden möchte, der kann uns das sagen. Der wird dann herausgeschnitten. Es ist kein Grund, sich nicht zu melden. Wir haben im ersten Teil, glaube ich, genug Vorlagen und Denkanregungen geliefert. Jetzt sind Sie dran. Ich bin gespannt, was da kommt an Rückfragen, an Meinungsäußerungen. Ich darf vor allem die motivieren, sich zu Wort zu melden, die mit irgendetwas Gesagten absolut nicht einverstanden sind oder die sich geärgert haben. Wir werden die Dinge dann hier in zivilisierter Form verarbeiten. Sehen wir dann. Wer möchte sich zu Wort melden? Also ich finde es zunächst mal sehr problematisch und auch, würde ich sagen, irrtümlich, wenn man das Konservative in der Biologie mit dem Konservativen in der Politik vergleicht. Das Konservative in der Biologie reicht Millionen Jahre zurück. Die Evolution ist Millionen Jahre alt. Unsere Gehirnzellen in ihrer Funktion, unsere Neuronen, sind das gleiche wie bei der Meeresschnecke. Das wissen wir, da hat sich die Evolution sehr konservativ an dieses Prinzip gehalten. Und deshalb sind konservative Situationen in der Biologie, wozu ihm auch unsere Weiblichkeit gehört, was vollkommen anderes, als was die politische Konservative
Seite zeigt. Und das sollten wir grundsätzlich und bestens auseinanderhalten. Und nochmal zu der politischen Situation. Wenn wir sagen, Männer und Frauen sind verschieden, dann ist es doch nur problematisch, wenn wir damit implizieren, dass das Weibliche weniger wert sei. Und das ist doch durchaus nicht der Fall. Also deshalb behalten wir doch um Gottes Willen die Unterschiede bei. Sind wir doch dankbar und froh, dass die Evolution uns dahin gebracht hat, dass es Unterschiede gibt. Denn was wäre das reizlos, wenn Männer und Frauen gleich wären? Wer möchte reagieren? Stimmst du zu? Ja, also wir sind im Grunde da einer Meinung. Also das, das gibt da, aber wo ich einen Unterschied sehe, ist, dass das eine, da geht es natürlich darum, um die Fakten und bei dem anderen um Moral. Also wenn wir, und das haben Sie ja eigentlich auch schon gesagt, Sie haben gesagt, irgendwie nur weil wir unterschiedlich sind, heißt das nicht irgendwie, dass wir weniger wert sind. Also man kann das nicht nur auf Mann und Frau, sondern natürlich auch darauf, wie man zum Beispiel ich habe gerade in der Pause über Homosexualität geredet, irgendwie, wenn die sehr konservative Ansicht ist, ja, das ist Teil der Natur, aber es ist kranke Natur. Und die progressive Sicht ist, es ist einfach eine Normvariante. Das ist nur, weil es irgendwie weniger häufig ist, ist es nicht irgendwie abzulehnen, sondern es ist, wir sehen das in progressiver Welt sich als eine Normvariante. Und das ist eben der Unterschied. Man kann beides irgendwie als Teil der Natur sehen, aber wie wir das bewerten, konservativ oder progressiv, kann fundamental unterschiedlich sein. Und das ist das, was ich meinte mit den beiden Ebenen, irgendwie, dass man die Fakten trennen muss von dem politischen, also dem moralischen und der Bewertung davon. Nein, ich habe auch gestillt und sehe mich nicht als konservativ. Das wollte ich damit nicht sagen, sondern ich wollte sagen, dass nur weil etwas biologisches Programm ist, heißt das nicht, dass man das befolgen muss. Und das war eigentlich mein Punkt daran. Also es ist, wir emanzipieren uns in ganz vielen Lebensbereichen, emanzipieren wir uns von unserer Natur, also auch wenn wir unsere Krankheiten behandeln und uns weigern, irgendwie daran zu sterben, was uns gerade irgendwie befällt, sagen wir Nein zu dem natürlichen Lauf der Dinge. Also es ist, oder wenn wir ins Flugzeug steigen und was nicht in Teil unserer biologischen Möglichkeiten ist, eigentlich zu fliegen, dann sagen wir Nein zu den Beschränkungen unserer Natur. Und das ist nicht, ist es nur, weil irgendwas natürlich ist, heißt es nicht, man muss es genauso machen, sondern man kann es auch anders machen. Das ist sozusagen, wo ich mich dann als Progressive oute da. Gut. Nächste Wortmeldung. Rainer Rosenzweig bringt Ihnen das Mikrofon. Ist das jetzt direkt dazu? Ansonsten habe ich nämlich da hinten. Okay. Nur fragen, ob die Begrifflichkeiten reaktionär und konservativ nicht vielleicht ein bisschen mit ins Spiel kommen sollten. Ich meine, dass der Begriff konservativ missbraucht wird, weil wir oft dann reaktionär meinen. Meine grundlegende Frage bezieht sich eigentlich darauf, was Sie von der modernen Soziologie implizieren. Also die moderne Genderforschung mit allen ihren absurden Auswüchsen, die sie auch hat, stellt ja die Existenz von biologischen Variablen nicht in Frage. Sie fragt nur vielmehr nach ihrer Relevanz in unserer heutigen Gesellschaftsform. Meine Frage bezieht sich jetzt eigentlich auf das, zum Beispiel, was Sie als dritte Geschlechtsdifferenzierungsoption genannt haben, nämlich das mit den Hormonen. Als ein Beispiel, zum Beispiel durch moderne medizinische Möglichkeiten, ist ja das durchaus beeinflussbar. Um nur einmal damit zu illustrieren, ist das, was noch vor, ja, sagen wir mal, 3.000, 4.000 Jahren als ausschlaggebend galt, ist heute ja weniger relevant. Und wenn wir heute unseren Tagesablauf abschauen, was natürlich ist und was nicht natürlich ist, die Frage ist vielfach hinfällig. Die moderne Sozialforschung befasst sich da ja vielmehr mit der Frage nach dem Sollen. Also soll es wirklich so sein, sind andere Alternativen nicht vielleicht viel besser?
Also die Relevanz von den biologischen Determinanten ist für mich fragwürdig in vielerlei Hinsicht. Also ich stimme Ihnen insofern zu, dass es genau die Kernfrage ist, die Frage nach Bedeutung. Was bedeutet das eigentlich, wenn wir irgendetwas finden? Und diese Frage ist die, die auch letztlich die Gender-Debatte antreibt und für die wir Antworten brauchen. Ich will auf Ihre Einlassung zweimal antworten. Die Sache mit den Hormonen, die Sie angesprochen haben, ist in der Tat sehr interessant, weil es ja die Möglichkeit gibt, zu intervenieren oder nicht zu intervenieren. Und ich habe mir da die Auffassung zu eigen gemacht, wie sie in der Wikipedia steht. Man kann unterscheiden zwischen den Transsexuellen, die sehr wohl eine Geschlechtsangleichung wünschen für sich, und die Transgender-Leute, die genau das ablehnen. Die sind selbstbewusst genug und sagen, nein, ich bin so, wie ich bin und ich möchte, dass es so bleibt. Und diese Entscheidung ist in meinen Augen eine Entscheidung der Individuen, der Betroffenen, nicht der Gesellschaft. Es soll kein Druck ausgeübt werden von den Ärzten oder von wem auch immer. Nur müssen die Freiräume müssen da sein, dass diese Entscheidungen auch souverän, autonom gefällt werden können. Das ist der emanzipatorische Anspruch, den ich an die Gesellschaft habe. Es ist an Individuen das Recht zu geben, sich so oder so zu entscheiden. Die zweite Geschichte, was die Sozialwissenschaften da tun. Wenn ich 2 Minuten Zeit habe, möchte ich Ihnen ein Beispiel kurz vorstellen von letzter Woche. Sie sehen, ich versorge Sie reichhaltig mit Publikationsmedien. In der Zeitschrift Forschung und Lehre, das ist die Verbandszeitschrift der Hochschulangehörigen, da ist folgender Fall geschildert. Er findet in Schweden statt, an der Universität Lund. Die Universität Lund hat sich zu eigen gemacht, die Maxime der Gleichsetzung der Geschlechter, was unter anderem beinhaltet, dass ungefähr, also mindestens 40% der Seminarliteratur von weiblichen Autoren sein muss. Ein junger Dozent der Politikwissenschaft hat ein Seminar angeboten mit dem Titel Konservative Kritik an der Bürgerlichkeit. Und er muss die Leseliste vorlegen seiner Institutsleitung. Die Institutsleitung guckt sich das an und sagt, da fehlen aber die 40% weiblichen Autoren. Sagt der Dozent, es gibt keine weiblichen Autoren zu dem Thema. Gut, sagt die Institutsleitung, dann behandeln Sie bitte schön Judith Butler. Nun kann man von Judith Butler halten, was man will, aber es ist garantiert keine Spezialistin für das Thema dieses Seminars. Und jetzt ist die Frage, wo wird Wissenschaft mehr missbraucht heutzutage? In der Biologie oder in Sozialwissenschaften? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich würde sagen, es ist klar, dass der Mensch ein biologisches Wesen ist, das aber so sich kennzeichnen lässt, dass er in der Hinsicht ein relativ offenes Wesen ist. Das heißt, dass die biologischen Grenzen, also dass die Biologie dem Menschen sicherlich Grenzen setzt, aber innerhalb dieser Grenzen hat er einen sehr großen Verhaltensspielraum, und ich denke, das ist Charakteristikum des Menschen gegenüber den anderen Säugetieren, dass er eben so einen großen Spielraum hat. Und es geht meines Erachtens darum, die Biologie ist aufgefordert, die Grenzen aufzuzeigen, und wahrscheinlich werden sich die Grenzen auch im Laufe der weiteren Forschung verschieben. Aber innerhalb der Grenzen kann sich der Mensch nur bewegen, außerhalb sicherlich nicht. Ich habe vielleicht das Thema Homosexualität da ins Spiel zu bringen. Ich glaube nicht, dass es jemals dazu kommen wird, dass zwischen Mann und Mann Kinder gezeugt werden können oder zwischen Frau und Frau. Also das sind zum Beispiel Grenzen. Aber dass man mit Technik in den Haushalt Himmel. Ich bin schon so alt, weil Hormone sind bei mir schon nicht mehr so wichtig. Dass man in den Hormonhaushalt eingreifen kann, das ist ja eigentlich auch eine Methode, die Grenzen der Biologie
zu verschieben, so wie das mit dem Flugzeug da vielleicht auch angedeutet wurde. Der Mensch kann nicht fliegen, aber mit dem Flugzeug fliegt er, aber er bewegt sich innerhalb der Natur. Er nutzt die Naturkräfte. So vielleicht sind die Grenzen der Biologie des Menschen noch sehr fließend. Und darum geht es meines Erachtens in der Biologie, die Grenzen auszuloten und die Sozialwissenschaften umgekehrt auch. Also das Thema Grenzverschiebung ist ein sehr interessantes, weil wir häufig in der Illusion leben, wir könnten die Grenzen doch relativ weit verschieben. Dann kommen aber als Beispiele solche Sachen wie Fliegen und Fahrstühle, also Apparate, die Schwerkraft aufheben. Aber haben wir denn die Schwerkraft tatsächlich aufgehoben? Nein, haben wir natürlich nicht. Das heißt, das, was wir in den Grenzen gestalten, tun wir auf der Grundlage dessen, was da ist. Und was sich nach meiner Einschätzung verschieben kann, sind Handlungsoptionen. Aber was sich relativ nicht verschieben lässt, sind strategische Festlegungen für den Lebenslauf, den sie haben. Ja, das sind offenbar relativ starre Pfade, auf denen man folgt. Und wir können ja mal jeder für sich in sich gehen und mal zu überlegen, ob er oder sie wirklich die Freiheit hat, Alternativen für den momentan eingeschlagenen Lebensweg sich auszudenken und den sozusagen ohne große Not auch einzuschlagen. Es entspricht nicht der Realität. Sie sind auf einem Pfad, der letztlich, um das ganz große Wort zu gebrauchen, eben doch deterministisch irgendwie organisiert ist. Ja, das zu verstehen, um das zu durchschauen, ist nicht ganz einfach. Das ist vollkommen klar. Aber ich warne vor der Illusion, sozusagen durch Grenzverschiebungen das Paradies auf Erden errichten zu können. Seit 2000 Jahren hat man das versucht, indem man die Feindesliebe predigt. Ja? Die haben sie nicht. Ja? Die Grenzen sind da offenbar nicht zu verschieben. Man muss, glaube ich, noch dazu, und da denke ich, knüpfe ich an, irgendwie an die Frage, die Sie vorhin, ob das überhaupt gewollt ist, die Grenzen. Also es ist eben, die eine Frage ist, und darauf habe ich ja eigentlich am Anfang, wollte ich hinaus, dass sozusagen die Grenzen verschiebbar sind, also weiter zumindest als Konservative das meistens ansehen. Aber die Frage, die auch wichtig ist, ist natürlich, ob die Menschen das wollen. Und wenn es eben im biologischen Programm, sage ich mal, irgendwie vorgesehen ist, dass das irgendwie, dass es auch mit positiven Gefühlen verknüpft ist. Also dass sozusagen die traditionell, das irgendwie Elemente der traditionellen Rollen von Mann und Frauen für die jeweiligen Leute mit positiven Gefühlen verknüpft. Also, dass es sich gut anfühlt. Also, dass Teil des biologischen Programms ist, dass sich bestimmte Sachen besser anfühlen als andere. Dann ist natürlich die Frage der Grenzen irrelevant, weil wir dann statistisch sehen, dass mehr Frauen sich für das eine und mehr Männer für das andere entscheiden, einfach weil sich das jeweilig irgendwie für viele das eine besser anfühlt als das andere. Also Entscheidungen im Leben, also was wir machen, wofür wir uns interessieren, auch welches Fach wir studieren, welche Lebensentscheidungen wir treffen, dass das über die Gefühle, die wir dabei haben, biologisch bestimmte Richtungen dabei rauskommen. Also das ist sozusagen die eine Frage ist, können wir Grenzen überschreiten? Die andere Frage ist natürlich, wollen wir die üben? Also wollen wir was sozusagen fundamental anderes als unsere Rolle uns vorschreibt oder unser biologisches Programm uns vorschreibt? Ja, der Moment, den ich damals hatte, ist jetzt vorbei. Es hat sich ein bisschen geändert. Ich bin vor 45 Jahren hierher gekommen, in der Straße da drüben, Hintermeierstraße aus Irland, und spreche Deutsch, aber ist jetzt nicht meine Muttersprache. Und gerade deshalb ist es mir so bewusst, wie schwer es ist zu verstehen, was Sie da oben sagen, teilweise für mich. Und wenn man in Japan sagt, ich liebe dich, man sagt, ich glaube, du bist eine Frau, die für mich gut wäre. So sagt man, ich liebe dich. Von Sprache zu Sprache ist es sehr, sehr schwer, das, was wir
meinetwegen wissenschaftlich denken, überhaupt in Wort zu bringen. Und ein Wort, das jetzt gefallen ist, ist Stillen. Und die Sie sind Professorin oder Frau, wie ist Ihr Name? Adam Hartmann. Frau Adam Hartmann. Sie sprechen von Stillen. Und ich habe die Meinung, das Stillen bleibt bei Breastfeeding, der Brust und Milch geben. Ja. Aber jetzt sind wir hier konfrontiert mit Transvestismus, Transsexualität, Transgender, Homosexualität, Pädophilie und alle diese Dinge. Und das alles entsteht eigentlich in der Zeit, wo man stillt. Und es fragt sich, was hat die Mutter gemacht, während sie gestillt hat? Und Stillen hat herzlich wenig zu tun mit Nahrung geben, sondern mit Stillen, mit Beruhigen. Und derjenige, der alle diese Probleme später hat, ist nicht gestillt worden. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir darüber hier reden. Dankeschön. Ich sehe, weil alle sagen, nein, das muss ich nicht. Dieses Kind kennt die Mutter 9 Monate lang. Die Mutter ist das vertrauteste Objekt in seiner Erstbeziehung. Das heißt, das Kind kommt mit Angst auf die Welt. Ja, es schreit, es hat volle Angst. Das wissen wir aus jahrzehntelanger Säuglingsforschung mittlerweile ganz genau. Und das Kind braucht diese Beruhigung. Es braucht nicht nur die biologischen Fakten, die jetzt in der Muttermilch enthalten sind. Okay, obwohl das auch wichtig ist. Aber es braucht diese körperliche und emotionale Fürsorge. Und wenn das Kind es nicht hat, manche Kinder sind sehr robust, die überwinden das und können trotzdem ein einigermaßen gutes Leben leben. Aber es gibt auch wirklich anlagemäßig schon schwächere Personen, die dann in den Abgrund fallen. Wir wissen ja zum Beispiel aus der Säuglingsforschung in den rumänischen Kinderheimen, wo die Kinder physiologisch alles Notwendige bekamen, aber halt diese Fürsorge nicht, die starben. Ja, also ein menschliches Wesen stirbt einfach, wenn es das nicht bekommt, im extremen Maß. Und wenn das Kind, je nachdem, graduell eben unterschiedlich veranlagt ist, dann braucht es unter Umständen ganz dringend diese mütterliche, ursprüngliche Fürsorge. Und ich arbeite seit 40 Jahren als Ärztin und Psychotherapeutin. Ich kenne ganz, ganz viele junge Frauen, die progressiv in die Therapie kamen, aus anderen Gründen, aber sehr progressiv sich gefühlt haben, jedes Kinderkriegen schon zunächst mal ganz ablehnten, dann aber auch die Fürsorge des Kindes ablehnten und dann im Laufe der Therapie immer mehr zu sich selber fanden und immer mehr sich den Wunsch zu äußern getraut haben, ich möchte ein Kind, ich möchte es auch fürsorglich behandeln in den ersten 3 Lebensjahren. Und das ist nachgewiesen von x Gehirnforschern und anderen Forschern, wie bedeutsam diese ersten 3 Lebensjahre für die Entwicklung eines Kindes ist. Und wenn mein Mann sagt, wird dann pädophil oder sonst etwas, das ist natürlich sehr überzogen, weil mein Mann immer sehr überzieht, aber es stimmt, im Grunde seines Aussage stimmt es absolut, dass sehr viel psychologische oder psychische Schäden im Laufe des Lebens entstehen können, wenn diese erste Fürsorge fehlt. Gut, also wir sind beim Thema Stillen angelangt. Ich bin dafür kein Experte, aber es scheint mir, dass vor einigen Jahrzehnten vielleicht das Stillen unterschätzt wurde. Es scheint mir aber auch, dass man es auch überschätzen kann. Und dazu sollten wir vielleicht noch ein paar biologische Fakten hören, Eckhardt. Ja, zumindest eine Untersuchung, die mir eingefallen ist, als Sie gesagt haben, rumänische Waisenkinder. Das ist in der Tat ein fürchterliches, natürliches Experiment, was da gelaufen ist. Man hat also Kinder, denn nach dem Fall des Eisernen Vorhangs von dort weggeholt und hat sie, speziell in England übrigens, in Haushalte gebracht, wo sie gut untergebracht wurden. Und man hat die Kinder verfolgt in ihrer Entwicklung. Und was ist dabei herausgekommen? Dass in der Tat einige der Kinder sich von den schrecklichen Ereignissen in den Waisenhäusern Rumäniens nicht gut erholt haben, ja, trotz der guten Fürsorge in den Haushalten, in denen sie waren. Aber das waren rund nur ein Drittel. Andere, ein Drittel vielleicht, also Pi mal Daumen, nicht jetzt festlegen aufs Komma, auf die Kommastelle. Und ein weiteres Drittel hat sich vollkommen unauffällig entwickelt, als sei überhaupt gar nichts gewesen in ihrer Biografie. Das stimmt, da gebe ich danach nicht.
Ja, das stimmt. Haben Sie vollkommen recht. Ja. Aber wenn ich richtig rechnen kann, sind die jetzt etwa 25 Jahre alt, oder? Oder noch ein bisschen älter. 25 bis 30 Jahre sind die alt. Also es ist schon, wir sind schon mitten im Erwachsenenstadium und können schon Hypothesen formulieren, wie die restlichen 35 Jahre wohl aussehen könnten. Ja? Also, nein, Sie haben sich vollkommen recht. Das Stillen ist natürlich eine wichtige Sache und geht weit über, über die Ernährungsfunktion hinaus, weil Bindungen entstehen und viele andere Dinge auch. Das ist wichtig. Aber ich würde es nicht ganz so dramatisch formulieren, wie Sie es angedeutet haben. Aber Entschuldigung, es geht doch hier nicht nur ums Stillen bei den rumänischen Kindern, sondern die wurden doch, ist das nicht nur so, dass die nicht gestillt wurden, ja, und der Flasche aufgezogen wurden und von anderen Personen aufgezogen wurden, sondern sie waren völlig isoliert. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, stimmt. Ja. Auch, es geht um Angst. Angst, Angst. Ja. Auch, auch die Frau auf dem Podium sollte sich zum Thema Stillen äußern. Also ich war eigentlich schon durch mit dem Thema Stillen, auch wenn ich damit angefangen habe. Ich wollte auf den anderen Aspekt eingehen, dass man... Wenn man irgendwas also aus moralischen Gründen ablehnt, weil man es, also zum Beispiel, wir haben Pädophilie angesprochen, da zeigt sich nämlich auch, also es ist noch nicht vollständig geklärt, irgendwie, genau wie für alle anderen sexuellen Varianten, die wir kennen, irgendwie ist es nicht geklärt, irgendwie, wie das genau zustande kommt. Es gibt sicherlich auch biologische Faktoren. Das eine ist die Entstehungsgeschichte. Also ich habe nicht irgendwelche Forschung gelesen, dass Stillen damit irgendwas zu tun hat. Aber das andere, warum das überhaupt erwähnt wird, ist ja der Grund, weil das abgelehnt wird gesellschaftlich. Und das ist aber eine andere Frage. Die Entstehungsgeschichte ist das eine und wie wir das moralisch und politisch, ob das irgendwie akzeptiert ist, ist eine andere Frage. Nur irgendwie die Entstehungsgeschichte sagt uns nichts darüber, ob wir das gesellschaftlich akzeptieren oder nicht. Also es gibt Sachen, die sind natürlich, also die haben natürliche Ursachen. Also wer sagt auch, das war in Ihrem Eingangsstatement, dass Sie gesagt haben, natürlich hat Vergewaltigung ist eine mögliche Strategie, biologisch gesehen, um an Nachwuchs zu kommen. Das heißt aber nichts darüber irgendwie, ob wir das gesellschaftlich akzeptieren oder richtig, nicht. Genau. Also das müssen wir unterscheiden, dass wir diese Faktenebene, wie entsteht irgendwas, ob es umweltbedingt entsteht oder genetisch oder irgendwie anders, biologisch in der Entwicklung oder durch Fehlen von etwas in einer Entwicklung, sagt uns nichts darüber, ob wir das gesellschaftlich akzeptieren oder nicht. Ja. Das ist wichtig. Ja, danke schön. Also für Philosophen, das ist die Differenz von Genese und Geltung. Richtig. Und jetzt geht's weiter mit der nächsten Wortmeldung. Ja, ich habe inzwischen schon so viele, dass ich mich jetzt einfach mal der Reihe nach durcharbeiten muss. Ich hatte hier zwei und hier dann noch zwei und dann hier noch. In der Reihenfolge machen wir es jetzt mal und danach komme ich zu den anderen. Ja, was mich jetzt einfach so ein bisschen irritiert hat, ist, dass es bei dieser Gender-Debatte gar nicht darum ging, Biologie abzuschaffen, sondern es ging darum, das Verhaltenskonstrukt von Mann und Frau zu hinterfragen. Das heißt, ja. Ein Mann verhält sich zum Beispiel wie ein Mann, wenn er arbeiten geht und das Geld beschafft nach der früheren Definition. Und eine Frau war daheim und hat die Kinder erzogen, hat gekocht. Und hier geht es ja darum, einfach Chancengleichheiten im Verhalten zu schaffen. Dass zum Beispiel Männer genauso die Elternzeit nehmen können wie Frauen oder auch Frauen genauso gut im Beruf stehen können. Und da geht es gar nicht darum, Biologie irgendwie abzustreiten oder zunichte zu machen, sondern es geht darum, ein Nebeneinander zu schaffen und Verhaltensweisen zu ermöglichen und auch politisch mehr Möglichkeiten zu schaffen, dass zum Beispiel Kinder erzogen werden können in der Familie von Mann und Frau und beide auch ihren beruflichen Möglichkeiten, Wünschen nachgehen können. Ja. Also ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Einlassung, weil er mich zu einem Punkt bringt, über den wir noch gar nicht geredet haben. Ich denke, wir sind uns hier im Großen und Ganzen einig,
dass wir eine gendergerechte Gesellschaft wollen und wir das Verhältnis der Geschlechter irgendwie fair gestalten wollen. Da gibt es also keinerlei Differenz in der Zielvorgabe. Aber der Weg dahin ist sehr strittig. Und ich gebe mal zwei Möglichkeiten, wie man es tun kann. Man kann es entweder tun über eine Gleichberechtigung oder über eine Gleichsetzung. Und das sind zwei vollkommen verschiedene Strategien. Gleichberechtigung bedeutet, man gibt den jungen heranwachsenden Menschen, egal welchen Geschlechts, übrigens auch egal welche Hautfarbe und später welcher sexuellen Orientierung, man gibt ihnen die Möglichkeiten, die gesellschaftlichen Ressourcen für sich zu nutzen, dass sie eine gute Entwicklung nehmen können und ein gutes, für sich glückliches, erfolgreiches Leben führen können. Das ist Gleichberechtigung. Oder man sagt, nein, wir machen eine Gleichsetzung. Das ist das schwedische Beispiel. Wir sagen, wir wollen ja eine Gleichheit implementieren und wir gucken nicht nach vorne. Wir sind nicht prozessorientiert, sondern ergebnisorientiert. Und da muss eben 50% der Seminarliteratur weiblich sein. Es müssen 50% oder 30%, wie viel auch immer, Frauen in Aufsichtsräten sitzen. Und es müssen überall irgendwie Quoten und so weiter eingerichtet werden. Das ist, und die Frage ist, wie kann man das erreichen? Ich gebe mal eins zu bedenken. Es könnte sein, dass die Gleichsetzung sich harmonisch einfügt in irgendeiner Gegebenheit. Es könnte aber auch sein, dass Gleichsetzung ein Gewaltakt ist, weil einige Menschen unfair behandelt werden müssen, um diese Gleichsetzung zu erreichen vom Ergebnis her. Und wenn das der Fall ist, konditionale Aussage, bitteschön, wenn das der Fall ist, haben wir hier ein Verhalten, was den Idealen der Demokratie und der Aufklärung widerspricht. Das ist meine feste Überzeugung. Rinja, du möchtest? Ja, ich würde da auch noch eine Kleinigkeit dazu sagen, dass die feministische Sichtweisen unterstütze, solange es darum geht, irgendwie Freiheit sozusagen für den Einzelnen, Freiräume für den Einzelnen oder die Einzelne zu schaffen, sich auch gegen tradierte Rollenvorstellungen irgendwie zu wenden, sagen, ich kann auch anders leben und ich muss nicht irgendwelchen fest betonierten Rollen folgen. Ist es aber schnell irgendwie, dass es andersrum ist, dass man die Erwartung hat, weil wir alle so frei und uns jetzt nicht mehr das irgendwie daran halten müssen, dass wir uns entwickeln zu einer Gesellschaft, wo alles gleich verteilt ist, vor allem statistisch irgendwie, dass irgendwie in allen Berufen, in allen Karrierestufen überall eine Gleichverteilung, dass überall 50-50 Frauen und Männer sind. Und diese Erwartung wird dann umgekehrt und gesagt, da wo weniger Frauen ist, das muss daran liegen, dass sie diskriminiert werden oder dass sie falsch erzogen wurden. Und das ist das, wo sozusagen diese Gender-Sicht für mich falsch wird. Also das ist sozusagen die Erwartung, die daraus folgt aus der Theorie, dass man denkt, überall wo Ungleichverteilung ist oder wo Männer und Frauen sich statistisch anders entscheiden, daraus sozusagen zu folgen, das ist etwas, sozusagen, das ist Ideologie. Also Ideologie hat gemacht, dass sie sich unterschiedlich entscheiden. Und deswegen ist die biologische Sicht wichtig, um da zu sagen, nee, vielleicht ist einfach in Frauen und Männern doch irgendwas, was macht, dass statistisch da Unterschiede entstehen, ganz unabhängig von Diskriminierung. Ja, richtig. Das knüpft vielleicht sogar ein bisschen daran an. Und zwar, was ich bei diesem Diskurs, also jetzt nicht unbedingt hier auf dem Podium, sondern insgesamt bei diesem Diskurs um die Geschlechtergerechtigkeit häufig vermisse, ist ein bisschen Bescheidenheit und das Eingeständnis, dass man sich eigentlich sehr unsicher ist, woher zum Beispiel so typische Verhaltensweisen kommen. Man kann natürlich argumentieren, dass das genetisch angelegt ist in dem im weiblichen oder menschlichen, weiblichen oder männlichen Körper. Genauso kann man aber auch sagen, das macht die Gesellschaft. So, das sind jetzt erstmal zwei Extrempositionen. Es gibt sicherlich noch viele dazwischen. Allerdings würde ich jetzt mal in den Raum stellen, dass man es eigentlich nicht hundertprozentig weiß und dass sicherlich viele Faktoren zusammenspielen. Und vielleicht, wenn man sich ein bisschen darüber bewusst ist, dass man es nicht ganz genau weiß, ist man vielleicht auch vorsichtiger in der Art und Weise, wie man darüber diskutiert. Und vielleicht wird dann dieser Diskurs nicht mehr ganz so hitzig und mit so ganz verhärteten Positionen geführt. Das würde ich zumindest hoffen, dass es weniger Kutscheras zum Beispiel gibt und vielleicht auch
weniger Leute, die im Wahn für diese ganz krassen Gender-Positionen, wie da jetzt in Schweden zum Beispiel, kämpfen. Man kann ja mal die Frage stellen, warum ist das eigentlich so, dass man nicht weiß, wo da welche Anteile sind? Und die Antwort aus meiner Sicht ist die Frage ist falsch gestellt. Weil sozusagen die Umwelt und die Gene als Metapher für das Biologische nicht additiv wirken, sondern synergetisch. Das heißt, die Gene bestimmen die Reaktionsnormen eines Individuums auf sein gesellschaftliches Umfeld. Der Organismus weiß, was er lernen soll. Das ist evolutionär formuliert, nicht intentional gemeint. Ja? Und von daher ist natürlich jeder Phänotyp, den wir hier haben, jeder, der uns hier sitzt, Produkt seiner Umwelt, gar keine Frage. Aber das trennen zu wollen von irgendwelchen genetischen Grundlagen, ist analytisch nicht möglich. Was Sie bestenfalls tun können, ist, dass Sie Populationen untersuchen, eine Varianzanalyse machen. Ja? So und so viel Prozent der Unterschiede zwischen uns haben damit zu tun, dass wir verschiedene Gene haben, und so und so viel Prozent der Unterschiede zwischen uns haben damit zu tun, dass wir in verschiedenen Elternhäusern groß geworden sind. Das ist analytisch möglich, aber es sagt nichts aus über das Verhältnis des vermeintlich Angeborenen und des vermeintlich Erworbenen. Diesen Unterschied gibt es nicht. Einer der großen Irrtümer der Biologie im 20. Jahrhundert. Dieser Irrtum wirkt bis heute nach und ist nicht auszurotten. Ja, zur Trennung, also ich denke da ehrlich gesagt selber für mich persönlich öfter drüber nach, wie man das auseinanderhalten kann. Also weiß ich jetzt irgendwie, da, ob ich mich in einer bestimmten Situation so verhalten habe, weil ich, keine Ahnung, eine konservative Großmutter hatte und die mir irgendwas erzählt hat, wie alles sein soll. Oder weil irgendwelche Biologie mir ein gutes Gefühl macht, wenn ich was mache, was sozusagen geschlechtskonform ist. Ich weiß es, wir haben nicht die Möglichkeit, irgendwie das für uns persönlich oder irgendwie auf gesellschaftlicher Ebene das zu entscheiden, was das ist. Aber also für mich persönlich war eigentlich die Lösung zu sagen, dass es eigentlich egal ist. Also es ist, beides gehört ja zu mir dazu. Und beides ist Teil von mir, also sowohl meine persönliche Geschichte wie auch meine Gene sind ja Teil von mir. Das ist vielleicht wie diese Willensfreiheitsgeschichte. Ich muss nicht in Kampf mit mir selber sein, um alles zu überprüfen, ob jetzt irgendwie irgendwelche reaktionären Einflüsse irgendwie mich dazu bringen, jetzt das zu wollen. Ich will das einfach und dann mache ich das irgendwie. Und das, diese persönliche Freiheit ist das Wichtige und auch irgendwie auf gesellschaftlicher Ebene. Warum sich die Leute dafür entscheiden, ob sie nun unter dem Einfluss konservativer politischer Strukturen sind oder biologischer, dass es, ich gehe da einfach liberal dran und sage irgendwie, die Leute müssen das jeder für sich entscheiden, wo, welchen Lebensweg sie wählen in jeder einzelnen kleinen Situation oder auch im größeren. Und dass eigentlich diese liberale Haltung, die Freiheit des Einzelnen, sich zu entscheiden, da die Lösung für ist, dass es eigentlich, dass es egal ist, ob das jetzt das Politische oder das Genetische ist, was uns dazu bringt, uns so zu entscheiden, wie wir uns entscheiden. Ja, ich bin über das Buch gestolpert von Ulrich Kutschera, der gerade schon genannt wurde, das Gender-Paradoxon. Und da dachte ich dann vorhin an Ihre These zu sagen, vielleicht ist es so, dass wenn man so auf die biologischen Grundlagen zurückgeht, dass man dann doch irgendwie in Verdacht kommt, ins konservative Lager hineinzudenken oder hineingedeutet zu werden und dergleichen. Jetzt ist es ja so, dass Ulrich Kutschera gerade auf katholischen Internetseiten publiziert oder zitiert wird. Jetzt würde mich mal Ihre Meinung als Biologin und Biologe zum Fachkollegen interessieren. Ich weiß, dass das eine Deutung ist. Solltest du jetzt mal, glaube ich, anfangen? Ja, ich fange mal an. Also ich habe auch schon was zu Kutschera geschrieben. Ich bin große Kritikerin von ihm, weil ich denke, dass er eben das nicht macht, was wir hier versuchen zu machen,
zwischen Wissenschaft und Politik zu trennen. Also möglichst, das ist natürlich immer schwierig, aber zumindest irgendwie zu versuchen, das zu tun. Also bei ihm sehe ich irgendwie das ganz viel, er sagt, ich sage das als Biologieprofessor und sagt dann irgendwas haarsträubend Reaktionäres, was einfach, wo klar ist, dass da ganz viel Werte einfließen, was er als irgendwie abstoßend irgendwie für sich selber wahrnimmt, weil er irgendwie sexuelle Varianten irgendwie als abstoßend irgendwie sieht. Also das ist was, sagt er, da spricht nicht der Biologe, der Forschung irgendwie referiert, sondern da spricht jemand, der konservativ einfach Konservatives in biologische Hülle, also genau dieses biologistische, dass wir müssen zurückkehren irgendwie zu, wir müssen uns irgendwie möglichst irgendwie alles danach ausrichten, dass wir uns ganz viel vermehren. Also das ist das Wichtigste überhaupt im Leben, weil das sagt uns die Evolution. Und man sagt, ja, das ist sozusagen für die Evolution, in der Evolution wichtig, aber es ist nicht für mich persönlich, muss es nicht wichtig sein. Vielleicht ist es das, aber vielleicht ist es das nicht. Also er trennt überhaupt nicht und es ist haarsträubend. Also ich habe das auch gelesen und ich... Oh. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber nach dem, was ich höre, bin ich vollkommen Ihrer Meinung. Ja, in der Politik geht es ja um das Setzen von Normen, Normen, die in individuelle Lebensläufe eingreifen. Und ich finde, in einer offenen Gesellschaft sollte die individuelle Freiheit im Vordergrund stehen. Das heißt, bei vielen Entscheidungen kann oder muss ja jeder nach seinem Gewissen entscheiden, was für ihn das richtige Leben ist. Richtig. Und deswegen widert mich diese Arroganz an, mit der gerade von reaktionären Kreisen die eigene Entscheidung den anderen vorgeschrieben wird. Also Homosexualität ist ja auch so ein gutes Beispiel, weil irgendwelche Leute glauben, das sei böse oder widernatürlich, war sie ja lange verboten. Und es ist ja noch nicht lange her, dass endlich auch die Ehe, die homosexuellen Ehe, zugelassen worden ist. Und in all diesen Fällen geht es ja nur darum, dass Leute ihre eigene Entscheidung den anderen aufzwingen wollen und sagen, weil es für mich wieder natürlich ist, dürft ihr anderen es alle auch nicht. Und das ist eine widerliche Arroganz, finde ich. Richtig. Ich wollte noch eines sagen, dass man... Nun, es gibt zwei Dinge natürlich. Na, das Erbliche spielt eine Rolle, die Erziehung spielt eine Rolle. Es wird aber oft zu oft von Leuten einfach gesagt, gut, ich bin so, weil ich nun mal ein Mann bin. Ich bin so, weil ich nun mal so und so erzogen ist. Dass man also immer den Spielraum hat, sein Leben auch immer noch zu ändern. Oder auch nicht zu sagen, meine Kindheit ist schlecht gelaufen, deswegen bin ich jetzt ein schlechter Mensch. Das hat man vorher auch schon. Na, sondern dass ein Mensch mal grundsätzlich, und dazu sind wir Menschen und davon heben wir uns auch im Wesentlichen ab von anderen Tieren, Primaten vielleicht, also sagen wir mal, ich sehe den Mensch jetzt nicht als die absolut Obergrenze der Evolution, sondern eben nur ein bisschen weitergekommen wie die anderen jetzt hier, aber wir haben grundsätzlich die Möglichkeit, unser Leben ständig neu zu gestalten, neu zu wandeln und wenn wir irgendwo Fehler sehen in unserem Leben, nicht darauf zu schieben, wir haben die und die Erziehung oder wir haben die und die genetische Disposition mitgekriegt. Das mit dem Stillen tut mir leid, wenn ich das Thema nochmal aufbringe, aber ich glaube, das Paar hier wurde etwas missverstanden. Ich sehe es ähnlich. Also Stillen ist wahnsinnig wichtig, aber ich würde es gerne etwas entkoppeln von der Mutter. Also Bindung. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Und ich finde, wir sollten da auch eben die Biologie einsetzen, die Muttermilch zu ersetzen, dass auch der Vater stillen kann. Und bezogen auf, dass Nähe da ist, weil das ist tatsächlich auch meiner Überzeugung das Grundlegendste. Das Kind wird geboren, ist isoliert, ist absolut abhängig, reine Angst. Und da geht es nicht um die Mutter, die da ist, sondern ein soziales Gefüge. Ja, das schon, ja. Genau, aber ein Vater kann es, denke ich, gleichwertig ersetzen, wenn die biologische Muttermilch vielleicht fehlt, dadurch, dass er mehr in der Lage ist, Nähe zu zeigen. Also körperliche Nähe, Präsenz. Also, dass das Kind nicht isoliert ist. Und ich glaube, das ist ein generelles Identitätsproblem inzwischen. Früher war die klassische Sippschaft, die Großfamilie, das sollte man nicht vergessen.
Wir gehen immer nur noch von dem Elternpaar, also Vater und Mutter. Und das ist einfach neu. Ich denke, da muss sich die Gesellschaft neue Gedanken machen. Das gab es in der Form einfach nicht, weil meine Oma war eine Großfamilie, die hat gekocht. Das war nicht vergleichbar zur heutigen Zeit. Also das Elternpaar ist ja meist relativ isoliert im Vergleich zur Großfamilie früher. Das ist Neuland, das wir da betreten müssen. Und das sollte man nicht vergessen, finde ich. Ich schlage vor, wir sammeln gleich noch mal ein bisschen. Der Biologe Josef Reichholf schreibt in seinem Buch über die Evolution des Menschen, dass sich Menschengruppen soziokulturell immer wesentlich mehr unterschieden haben als genetisch. Und da habe ich jetzt Frage zu der Entwicklung der Geschlechter und der soziokulturellen Verhältnisse. Gibt es da Untersuchungen von Gesellschaften, wie sich der genetische Einfluss drauf hat? Also Beispiel im Mittelalter oder im Adel, im Hochadel, hat es immer verwandten Ehen gegeben. Und da hat sich herausgeentwickelt, dass da sich Krankheiten fortgeschrieben hat oder besonders herausgewickelt. Gibt es da so Untersuchungen von verschiedenen Gesellschaften in der Geschlechterverhältnisse, ob sich da irgendwelchen Einfluss haben? Also als Beispiel, wenn immer der Vater oder die Gruppe entscheidet, welche Mann die Frau zu heiraten hat, ob das einen anderen Einfluss hat, als wenn immer die Frau entscheidet, frei, welchen Partner sie wählt. Also es gibt auf jeden Fall Untersuchungen, die fortgesetzten additiven Einflüsse von verwandten Ehen zeigen können. Die Lebenstüchtigkeit der Kinder ist mehr oder weniger reduziert, im statistischen Mittel, nicht im Einzelfall natürlich. Um auf den Reichholf zurückzukommen mit dem Eingangsbeispiel, es ist in der Tat so, dass die Menschen an sich genetisch alle sehr ähnlich sind. Die Scientific Community redet auch von Human Nature. Wir sind irgendwie alle sehr ähnlich und trotzdem unterscheiden wir uns kulturell sehr enorm. Nur nochmal, diese kulturellen Unterschiede sind nicht ex nihilo konstruiert, sondern basieren auf der Basis konditionaler biologischer Strategien. Unter dieser Lebenssituation, mit dem Parasitenstress, mit der Ernährungssituation, mit dem Heiratssystem, entfalte ich diese Geschlechterrolle. Und das ist in der jeweiligen Gesellschaft funktional und adaptiv. Und manchmal ändern sich die Gesellschaften. Und unsere Gesellschaft ändert sich in letzter Zeit sehr rasant. Und deswegen werden die Debatten immer neu geführt, weil neu verhandelt werden muss. Aber das ist nicht etwas, was für kulturelle Allmacht spricht, sondern ist sozusagen ein Beleg dafür, wie groß die Handlungsspielräume sind, aber bitteschön auf der Basis biologischer Regeln. Ja, ich gehe mit vielem hier konform, logischerweise. Das ist ja nicht in Frage zu stellen in dem Sinne, aber ich denke doch, dass die Debatte bezogen auf persönliche Freiheit und Entwicklungsmöglichkeiten, insbesondere von Frauen, teilweise durchaus auch einer gewissen Regulierung bedarf, weil eben einfach die bisherigen Strukturen so waren, dass eine reine freie Entfaltung nicht möglich ist. Und solange das nicht der Fall ist, muss eben in gewisser Weise auch eine Regulierung dabei eine Rolle spielen. Und die andere Seite ist, das heißt nicht, dass alles reguliert werden muss, logischerweise, aber dass Sie heute sagen, Sie können sich frei entscheiden zu vielen Dingen, ist ja nun ganz klar auch erstmal erstritten worden von Frauen, die unter ganz anderen Verhältnissen groß geworden sind. Und wenn ich heute höre, das ist alles so einfach, mehr oder weniger sich selber zu entscheiden, noch ist es nicht so einfach. Im Gegenteil, im Moment sehe ich ganz massive Rückschritte in Bezug auf freiheitliche Entscheidungen bei vielen Frauen, beruflich und auch sonstig politisch. Und wenn nicht irgendwann sagen wir mal hier bei den Grünen damals, in der Politik auch so eine Quote gewesen wäre, dass auch Frauen also in dem und dem Maße beteiligt werden sollten an der Politik, hätten wir bis heute noch nur Männer im Parlament sitzen. Und insofern denke ich einfach auch in Unternehmen und in der gesamten Wirtschaft ist da noch unheimlicher Nachholbedarf.
und die Herren da oben haben keine Absicht, in nächster Zeit ohne eine Regulierung da was zu ändern. Muss sagen, ich bin nicht so Freundin von Quote, weil ich die Gefahr sehe einfach, dass genau irgendwie gegenteilige Effekte hat. Dass jemand irgendwie in bestimmten Positionen, in die man sozusagen als Quotenfrau kommt, dass man dann irgendwie eben angezweifelt wird, ob man da hingekommen ist, weil man die Kompetenz und das, den Biss hatte, da hinzukommen, oder weil man jemand verzweifelt gesagt, oh, wir brauchen noch eine Frau, wen nehmen wir denn? Also das... Natürlich, und ich verstehe schon irgendwie, wie das sozusagen, wir erzwingen das jetzt, damit es danach normal wird. Das ist ja irgendwie das was passiert. Aber wir sehen eben, also ich sehe auch, dass das sozusagen missbräuchliche Sachen, also es gibt eben Sachen, man erzwingt etwas und es wird eigentlich schlimmer dadurch. Also das wie das Beispiel aus Schweden, wo man erzwingt irgendwie, man hat 50% Frauen auf irgendeiner Literaturliste haben, aber es gibt oder 40, also irgendeinen Quotensatz, und es gibt einfach Fächer, da sind Frauen stark unterrepräsentiert, und man kann das nicht erzwingen, indem man eine Literaturliste hat irgendwie, wo du musst aber, und du musst dir das aus den Fingern saugen. Wenn es das nicht gibt, dann nimmst du aus irgendeinem anderen Feld, es treibt absurde Blüten. Also ich glaube nicht, dass das die richtige Lösung ist. Das sind Sachen irgendwie, die man einerseits, wo jeder seine politische Meinung hat, je nachdem, wo er im politischen Spektrum ist. Ich bin da einfach liberal aufgestellt, dass ich sage, es geht besser, wenn wir es versuchen, über Frauen zu fördern, die sich besonders hervortun, irgendwie, dass wir irgendwie das als Gesellschaft, als Norm verändern, als dass wir das erzwingen. Aber, okay, den zweiten Punkt habe ich jetzt vergessen. Ich lasse mal irgendwie die nächsten. Ja. Ein gewisses regulierendes Eingreifen ist eben dennoch möglich, auch unabhängig von Quoten. Und da, denke ich, müssen einfach intelligente Lösungen gefunden werden, wo eben das nicht so absurde Blüten trägt, wie da in dem Beispiel von Schweden, wo es aber dennoch möglich ist, da eine gewisse, genau, diese festen Strukturen aufzubrechen. Danke. Ja, direkt anschließend an das Thema. Wir haben noch gar nicht über das Thema Macht gesprochen, was aus sozialwissenschaftlicher Sicht eigentlich schon bedeutsam ist, also Machtstrukturen, in die natürlich auch Geschlechterverhältnisse eingebunden sind. Und das Thema Quote geht damit eigentlich konform, weil wenn wir sagen, wir erzwingen jetzt was, weil, also es steht auf Papier, jeder kann es lesen, man kann es nachvollziehen, was ist gemeint. Aber bis dato hatten wir diese Machtstrukturen, dass Männer eigentlich bevorzugt worden sind, weil sie Mann sind, durch die Strukturen, in denen wir einfach gelebt haben oder immer noch leben. Und das kann man natürlich nirgendwo nachlesen, es steht nicht irgendwo, aber es gibt natürlich diese gläserne Decke, an die Frauen bei Beförderung dann durchaus noch stoßen. So. Und das ist natürlich auch eine Art und Weise von Diskriminierung, die man natürlich einfach nur nicht in irgendeinem Gesetz nachlesen kann. Ja, also ich finde, da kann man schon nochmal eine Lanze für die Quote brechen, aus dieser Perspektive. Das zweite Thema, was ich noch ansprechen wollte, ist, also ich habe auch Biologie und Sozialwissenschaft studiert, und dieses Credo in der Biologie, alles macht nur Sinn aus dem Licht, im Lichte der Evolution, ist mir also durchaus auch vertraut. Aber ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man die Evolution auch als das sieht, was sie ist, nämlich eine Theorie, die auch wieder mit Bedeutung gefüllt werden muss. Also ein Beispiel, es war eine Dokumentation über das Sexualverhalten der Frau, die so ein bisschen gesagt hat, Frauen können auch promiskuitiv sein. Ja, die müssen gar nicht immer so monogam leben, wie wir uns das eigentlich in unseren Vorstellungen so eingeprägt haben. Und da kamen verschiedene Experten zu Wort, und der eine sagte, also es macht evolutionär Sinn für die Frau, sich dauerhaft an einen festen Partner zu binden, der natürlich dann auch dafür sorgt, dass der Nachwuchs vielleicht überlebt.
der nächste Experte sagt, ja, aber es macht evolutionär auch Sinn für die Frau, mit möglichst vielen Männern zu schlafen, um den richtigen zu finden. Also was ich damit sagen will, ist auch, dass wir aufpassen müssen, wenn wir sagen, es basiert alles auf biologischen Grundlagen, dass auch diese Grundlagen Raum für Interpretation lassen. Also der Gag Ihres Beispiels ist ja, dass beide Experten recht haben. Ja? Die Frage ist nur, unter welchen Bedingungen. Ja? Und das muss mitbedacht werden. Also Sie können auch damit die Biologie nicht aushebeln wollen. Nee, ja? Okay, dann sind wir uns einig. Ja. Ich würde gerne noch auf den Diskriminierungspart, weil ich glaube, also ich habe auch schon Diskriminierung gesehen. Also ich glaube auch, dass das bekämpft werden muss. Also das, aber man muss halt aufpassen, dass man nicht sozusagen den Umkehr, was ich eben schon gesagt habe, nur weil etwas sozusagen Frauen irgendwo unterrepräsentiert sind, muss es nicht heißen, dass das Diskriminierung die Ursache davon ist. Und das muss sozusagen getrennt und auch sozialwissenschaftlich untersucht werden, mit aber ergebnisoffene Konstruktion, also dass man nicht davon ausgeht, dass Ungleichverteilung Diskriminierung impliziert. Und das sehe ich in der Sozialforschung viel zu wenig. Also es gibt einfach andere Ursachen, die wir mit einbeziehen müssen. Also dass Frauen zum Beispiel andere Lebensentscheidungen, dass sie zum Beispiel unterrepräsentiert sind in bestimmten Bereichen, weil sie das einfach nicht so interessiert. Also das das kann was irgendwie sozusagen jeder persönlich individuell ist natürlich Unterschied, aber man sieht einfach statistisch Unterschiede, dass sich Frauen irgendwie, wenn es so mega technisch wird, also viele Frauen einfach null dafür interessieren, ehrlich gesagt. Und das das ist nicht, weil ihnen eingeredet wird, sie dürfen nicht, also ich sehe das einfach im Umfeld, sondern irgendwie, weil es sie einfach nicht interessiert. Und es gibt immer Ausnahmen. Es gibt Frauen, die eben auf technischem Gebiet irgendwie Hervorragendes leisten können. Und das ist, also für mich ist es eher eine Frage, wir müssen die Ausnahmen zulassen. Also wir sehen irgendwie eine Tendenz und Diskriminierung ist für mich, wenn man die Ausnahmen nicht zulässt. Wenn man die... und das gilt aber wechselseitig. Also Männer sind sozusagen im Schnitt, es gibt ganz fürsorgliche Männer, die das wahnsinnig gut mit Kindern, mit Kranken, mit Alten machen. Und man muss aber sehen, dass das im Schnitt irgendwie Männer nicht so interessiert. Und das ist das im Schnitt. Ja, genau. Genau, und da... Und... Wir Also. Ich rede von Interesse. Ich rede von Interesse. Ich zum Beispiel, ich würde von mir persönlich sagen, ich kann das alles lernen. Es interessiert mich aber nicht so. Also das ist nicht Können, sondern es ist Interesse. Also ich würde zumindest offen dafür sein, dass das Biologische mit Ursachen hat. Dass wir statistische Unterschiede sehen, dass das nicht Diskriminierung die einzig mögliche Erklärung dafür ist. So, ich darf jetzt mal wieder gerne den Spielverderber machen. Wir müssen nämlich heute ausnahmsweise pünktlich aus dem Saal heraus sein. Und damit Sie mir das auch glauben, draußen wartet eine Schar von Kindern, die hier Kinderfasching treiben wollen. Und die kommen um 14 Uhr hier reingestürmt. Deswegen muss ich jetzt leider den Spielverderber machen, die Debatte etwas unterbrechen. Ich habe noch zwei Wortmeldungen, die nehme ich noch an. Alle anderen mögen sich bitte das merken und wir machen dann irgendwie am Foyer dann weiter und können dann heiß diskutieren. Hier in der Runde kann ich jetzt nur noch die zwei nehmen, die sich schon gemeldet hatten. Ich bitte um Verständnis bei den anderen. Jetzt gehen wir einfach durch und ich bitte um kurze Statements. Also ganz kurz, ich habe mir ja unter den Stichwörtern Biologismus und Genderwahn vorgestellt, dass die Homos zumindest ein bisschen vorkommen. Und jetzt frage ich mich schon, ob man nicht für die Homos, und wenn dann so viel von Quoten die Rede ist, ob man nicht für Homos auch 5% einführen sollte. Das wäre doch dann nur logisch. Vor allem, wenn jetzt bei den Politikern schon ein paar prominente Homos aufgetreten sind. Machen wir gleich weiter. Ich glaube, was in der Diskussion wichtig ist, wenn man jetzt von biologischer Geschlechtsdefinition oder sozialwissenschaftlicher spricht, dass es
ist, glaube ich, ganz entscheidend, mit welcher Fragestellung man eigentlich, oder was die Fragestellung ist im Endeffekt. Ja, wenn ich jetzt jemanden frage, wie hoch ist meine Wahrscheinlichkeit, Prostatakrebs zu kriegen, ist natürlich das Biologische sehr entscheidend. Ja, wenn ich aber jetzt biologisch sozusagen perfekt definiert bin als Mann und mich aber als Frau fühle und auch so sexuell ausleben möchte, dann hat natürlich mein biologisches Geschlecht eine sehr geringe Relevanz. Und so, glaube ich, ist es auch in diesen gesellschaftlichen Fragen, dass also die Fragestellung entscheidend ist. Bei Quote zum Beispiel bin ich auch irgendwie skeptisch immer, ich kann mich da nicht entscheiden, aus den Gründen, die Sie genannt haben. Auf der anderen Seite gibt es diese Machtposition, wo man mir denkt, ja, das muss man doch irgendwie durchbrechen. Vielleicht muss man halt, wie so oft, die Antwort geben, sowohl als auch, und gewisse Lösungen halt für eine gewisse Zeit finden. Es muss ja nicht mal alles so sein, wie man es mal entscheidet im Endeffekt. Dann, also. Ja, wir konnten leider aus Zeitgründen das Thema, bei dem die Emotionen nochmal hochgingen, das habe ich durchaus wahrgenommen, nämlich woher kommen unterschiedliche Interessenprofile, die typischerweise bei Männern und Frauen zu beobachten sind, das konnten wir nun nicht mehr ausdiskutieren. Ich möchte aber unseren beiden Podiumsgästen doch noch die Gelegenheit zu einem beruhigenden oder aufwühlenden Schlusswort geben. Eckhard, wenn du anfängst. Ja, ich würde ganz gerne schließen und Ihnen eine kleine Hausaufgabe mit auf den Weg geben, damit Sie ein bisschen was zu denken haben. Heute, der Tag ist ja noch lang. Und die Frage, die ich habe, ist die, wo genau sitzen eigentlich die Biologisten? Und ich gebe Ihnen mal folgende Alternative. Ich habe rausgehört aus Ihren Einlassungen, dass viele von uns sich einig sind, dass es darum gehen muss, jeden einzelnen Menschen so anzunehmen, wie er ist, unabhängig vom Geschlecht, von der Hautfarbe, von der sexuellen Orientierung und was weiß ich noch immer. Ganz selbstverständlich liberal damit umgehen. Wer tut das eigentlich nicht? Sind das nicht die Gender-Leute, also im Extremwähler, die ständig von Biologie reden und dadurch eine biologistische Argumentation perpetuieren, wo die Gesellschaft möglicherweise in gewissen Bereichen schon viel, viel weiter ist und gelassen ist. Ja? Und ich gebe Ihnen ein ganz einfaches Analogbeispiel. Vielleicht eher für die Männer unter Ihnen. Ein bisschen Geschlechtsdifferenz muss ja sein. Also, man konnte lesen, dass die Fußballzeitschrift Kicker besprochen hat das Spiel eines Stürmers von Borussia Dortmund, Aubameyang. Ihm wurde vorgeworfen, vor dem gegnerischen Tor ein Affentheater veranstaltet zu haben in irgendeinem Spiel. Daraufhin beklagt sich Aubameyang öffentlich über den Rassismus dieser Zeitschrift. Ich fände das schade. Ich hätte gar nicht mehr dran gedacht, dass der dunkelhäutig ist. Aber durch diese Rederei ist mir das wieder eingefallen. Das heißt, ich komme mit diesen biologistischen Begrifflichkeiten, ich kann sie nicht überwinden, ja, weil ich immer wieder daran erinnert werde. Und möglicherweise gibt es eine gewisse Analogie zur Gender-Diskussion. Aber eine Antwort habe ich nicht. Denken Sie darüber nach, wie das zusammenhängen könnte. Brünja, dein Schlusswort. Ich möchte da an Ihren Beitrag anknüpfen. Ich denke irgendwie, dass auch, also ich möchte dafür auch plädieren, irgendwie, dass wir offen bleiben für beide Möglichkeiten. Wir wissen in vielen Fällen nicht persönlich und nicht gesellschaftlich, wo die Ursachen von Verhaltensunterschieden zwischen Mann und Frau herkommen. Und dass man auch dieses Ausprobieren, was Sie sagen, man muss einfach versuchen auszuprobieren, welche Grenzen wollen wir überwinden, welche von klassischen Rollenmodellen oder klassischen Entscheidungsstrukturen und welche ergeben sich immer wieder neu. Also, dass wir offen bleiben, ob das biologische Ursachen, soziale Ursachen haben, dass wir den Menschen die Freiheit geben, das auszuprobieren irgendwie. Und jeder auch einzeln, also vielleicht, dass die Masse sich so entscheidet, aber ein paar sich so anders entscheiden können. Dass wir einfach von diesem Gruppendenken loskommen und das Individuum auch unabhängig von seinem Geschlecht eben jedem die Möglichkeit geben, sich so zu entfalten, wie er es oder sie es möchte.
Das war fürwahr ein würdiges Schlusswort. Vielen Dank. Ich darf die nächsten drei Termine noch nennen, für die wir bei Cortices stehen. Der nächste ist bereits übermorgen am Dienstagabend. Da wird im Nürnberger Planetarium eine neue Reihe starten mit dem Titel Vom Reiz des Wissens. Sie wird eröffnet vom Wissenschaftspublizisten Ernst-Peter Fischer, der sich dort um die Frage kümmern wird, ob Wissenschaft die Dinge eher verzaubert oder eher entzaubert. Der zweite Termin ist die Fortsetzung unseres humanistischen Salons hier. Das wird am Sonntag, den 18. Februar stattfinden. Bernd Vohwinkel, ein Wissenschaftsbuchautor und Physiker, wird sein neues Buch vorstellen, Wissen statt Glauben, das Welt- und Menschenbild des neuen Humanismus. Das wird sicherlich auch eine spannende Diskussion sein. Und dann im April, Mitte April, 13. bis 15. April, wird an einem Wochenende ein populärwissenschaftliches Symposium stattfinden zum Thema Was hält uns jung? Das betrifft ja beide Geschlechter. Neuronale Perspektiven für den Umgang mit Neuem. Wäre schön, wenn wir uns dort wiedersehen könnten. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für die gehaltvollen Diskussionsbeiträge. Ich bedanke mich bei den Revolutionären und bei den Reaktionären und bei allen dazwischen. Und ich wünsche Ihnen mit Ihrer differenzierten geschlechtlichen Identität einen guten Nachhauseweg. Musik.